Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Jules rein. Absoluter Blockbuster. Einfach knapp 1,5 Stunden langes Video rausgedroppt über das Thema Blizzard. Bin sehr gespannt, was abgeht. Vor allem 1,5 Stunden Jules am Stück. Holt euch was zum Trinken, holt euch was zum Snacken. Es wird jedenfalls ein sehr langes Video und eine sehr lange Reaction. Ich kann vielleicht im Vorfeld sagen, ein paar Sachen, die ich mit Blizzard verbinde. Was verbinde ich mit Blizzard? Obviously Overwatch, weil ich selber relativ viel Overwatch spiele. Früher sehr viel mehr Overwatch gespielt habe, heutzutage auch noch Spiele. Und was gibt's noch? WoW früher. Ja, das sind so die Sachen, die ich damit verbinde aktuell. Hearthstone ein bisschen, aber eher weniger. Da war ich jetzt nicht so deep drin. Schauen wir mal, um was es in diesem Video hier geht. Wahrscheinlich um Blizzard. Und, okay, es geht dann scheinbar schon richtig an die Vergangenheit, 1978. Ich glaube, das erste Game oder zumindest eines der ersten Games, von denen ich mitbekommen habe, das war aber wesentlich vor meiner Zeit, war in irgendeinem Vikings-Game. Ich glaube, das müsste auch noch ein Blizzard-Game gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Achso, Diablo natürlich auch noch, ne? Aber Diablo war ich leider auch nie so drin irgendwie. Irgendwie ist es leider an mir vorbeigegangen. Ein bisschen bereuen tue ich schon. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum? Okay, wir fangen ganz woanders an. Wir fangen anscheinend bei, im heutigen Jahr an, wie Gaming heutzutage ist. Microtransactions, warum kostet dieser Kühlschrank 7 Euro? Relatable, diese Frage, sehr relatable. Schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. Oh mein Gott, ja. Also, heutzutage ist die Gaming-Welt wirklich komplett anders als ganz früher. 16 times the detail. 16 times the Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Ja, und diese ganzen Remake-Geschichten, jetzt wo Jules das auch sagt, ne, es ist wirklich ein krasses Thema. Ein Reboot nach dem anderen, ein Remake nach dem anderen, ein Sequel nach dem anderen, auch Assassin's Creed, ne, also ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gespielt, ich habe den zweiten Teil, glaube ich, angespielt, aber irgendwie dachte ich mir, Bro, wie viele Assassin's Creed kann man raushauen? Just the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. What? Battle Pass, Battle Pass. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. Alter, was geht hier überhaupt ab? Ich dachte, es geht um Blizzard. Aber es geht anscheinend generell um die gesamte Gaming-Industrie jetzt. Die erste Minute schon. Mehr Content, als ich erwartet habe. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Werbung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch. Spielcrash, Error, CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, Lootboxen, Lootboxen. Boah, diese Lootbox-Error auch, ne? Ich meine, das gibt's ja auch immer noch. Krassen Games. Es sind teilweise ein bisschen weniger geworden, aber Lootboxen sind immer noch so ein Thema für sich. Lootboxen. Ganz schwierig, finde ich persönlich auch ganz schwierig. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahren. Ich meine, Lootboxen gibt es ja auch in Form von irgendwelchen Booster-Packs und so weiter. Ja, keine Ahnung, was ich dazu groß sagen soll. Vielleicht können wir da später ein bisschen drauf eingehen, falls da nochmal was tiefer dazu kommt. Ich versuche, bloß nicht extrem ausschweifend zu sein, weil ich glaube, sonst wird diese Reaction bestimmt 10 Stunden. Und ich möchte schon hauptsächlich auf das eingehen, was Jules auch erzählt diesmal. Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben. Das ist auch so ein richtiges Meme geworden, Alter. Ständig. Das Ding ist, die meisten Gäste davon habe ich nicht mehr verfolgt, aber ich habe überall auf Social Media ständig gesehen, diese Entschuldigung schreiben, dass irgendwelche Verspätungen kommen, Games gar nicht rauskommen oder. Es ist auch schon so ein Living Meme geworden. Uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird 3-mal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe fucking yes. FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Und also davon brauchen wir gar nicht erst anfangen, ja, von diesem Gollum-Game, Alter. $60. Ach man, das Ding jetzt, ich freue mich jetzt schon auf diese 1,5 Stunden, weil Jules-Videos sind jedes Mal einfach so ein Highlight irgendwie für mich. Und wenn die 10 Minuten rum sind normalerweise, oder die letzten Mal waren es ein bisschen länger, die Videos, war ich danach immer richtig sad, aber jetzt kann man hier einfach 1,5 Stunden reingehen und komplett enjoyen. Wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre die Games einfach nicht mehr so innovativ sind. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht einfach nostalgisch bin und mit der Vergangenheit ein bisschen geilere Erinnerungen verbinde. I don't know. Also heutzutage diese ganzen Battle Passes und so triggern mich schon auch ein bisschen. Ich meine, dafür sind viele Games dann free to play. Ist dann immer so eine Frage. Früher musste man halt für jedes Game immer reincashen. Aber ja, ich bin da auch aktuell komplett zwiegespalten, was die komplette Gaming angeht. Wirklich schlimmes Thema, finde ich auch. Also vielleicht als Anmerkung, ich kann mich auch gar nicht damit identifizieren, irgendwie in Games irgendwie Geld auszugeben. So einmalig, zweimalig, okay, wenn man ein bisschen mehr davon hat. Aber so diese permanenten Microtransactions für irgendwelche Skins und so, das triggert mich, dass so in Games drin ist. Und das ist so einer der Punkte, wo ich mir so denke, ich meine, ich kann es verstehen, die Firmen wollen irgendwie Geld machen, aber es triggert mich schon trotzdem so. I don't know. Also, es triggert mich nicht krass, aber ich finde es irgendwie schade und sad. $100! What? Aber scheinbar, es geht wirklich um alles Mögliche bisher, nicht nur Blizzard. 800% extra value? Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases ergibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Alter, das war alles Einleitung bis jetzt, okay. Blizzard, ist Blizzard die schlimmste Firma der Welt? Ist es so? Boah. Schwierige Frage, ne? Also die nehmen sich alle nicht sehr viel, die ganzen großen Gaming-Giganten. So EA, Ubisoft ist auch jetzt nicht wirklich das Wahre, würde ich mal sagen. Aber ist Blizzard das Schlimmste? Schauen wir mal. Bleibt ein Weilchen, macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das war das Intro, das war jetzt schon richtig heftig. Alter. Also wenn das schon das Intro war. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht am Leben und drei College-Typen. Sorry, welches Jahr war? Ich muss jetzt direkt hier, ich muss mir alles gönnen, Leute. Bleibt ein Weilchen. Macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Okay, da habe ich auch noch nicht gelebt. Ich war noch nicht am Leben und drei College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon and Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. Okay, gut edgy der Name, aber fühle ich überhaupt gar nicht. My $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. Zwei Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus, The Lost Viking. Oh mein Gott, das ist wirklich dieses Vikings-Game. Also ich habe davon mitbekommen, dass es so ein richtig krasser, keine Ahnung, richtig krass in die Gaming-Geschichte eingegangen ist. Ich habe auch ungefähr verstanden, um was es in dem Game geht. Gespielt habe ich selber nie. Welcome back to Let's Play Lost Viking. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die drei College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in... Man muss halt überlegen, früher war eine Gaming-Industrie auch was komplett anderes als heutzutage. Also 1991 kann ich schwer einschätzen, wie das da aussah, aber Games haben nicht so diesen riesigen Markt gehabt, wie es heutzutage ist. Also das haben halt einige Leute gespielt, die sich für Games interessiert haben, aber der Großteil der Menschheit, ich glaube, die haben sich gar nicht für Games interessiert und heutzutage ist das viel krasser. Also es ist eine richtig krasse Industrie. Ich glaube, das war sogar eine größere Industrie als die ganze Filmindustrie. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen da leider, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat man mit Games mehr Umsatz gemacht als mit Filmen, also Kinofilmen, und früher war das halt komplett anders. Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Chaos Studios. Ja, okay, der Name ist schon ein bisschen besser, aber RIP. Lass uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich... Ist es wirklich so, wie dieser Name zustande kam? Im Wörterbuch sucht nach cool klingenden Begriffen. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wie die auf Blizzard gekommen sind. Und ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so ist, aber gut, irgendwie muss man ja auf eine Idee kommen. Genau so entstand Blizzard Entertainment. Und durch die mittlerweile paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine Hellebarde in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem Dame. Okay, das habe ich leider auch nicht gespielt. Ich glaube, das erste richtige Blizzard-Game, mit dem ich Kontakt hatte und das ich gespielt habe... Also, dass ich wirklich gespielt habe, war World of Warcraft. Ich habe Warcraft schon mal gespielt, aber ich würde nicht sagen, dass ich das wirklich krass gespielt habe. Das erste war wirklich, das müsste World of Warcraft gewesen sein.
damals noch sehr revolutionärem Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr. Ey, ich meine, schaut euch das mal an. Also schaut euch das mal bitte an. Irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb. Es ist einfach ein Gaming-Studio und so sah das aus. Also es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was heutzutage abgeht in der Gaming-Industrie. Und hier sind einfach irgendwelche Leute, die so am Chillen sind. Machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen. Und unfassbare 8. Was war das? Was war das für ein Sound, Alter? Aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare Junge, was? 8K CGI Cinematics. Gold. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Okay, das... Also das habe ich mitbekommen. Ich habe es leider nicht selber gespielt, weil ich bin da wirklich, glaube ich, noch etwas, weiß ich nicht, es, irgendwie habe ich es verpasst. Aber das soll ein richtig krasser Banger gewesen sein, richtig heftig. Good luck. Diablo Sauce, Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. You opened a portal from hell to our town? Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte einkaufen, Urlaub nehmen und Diablo genießen. Lol, einfach noch so Werbung damit oder was? Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuh-Level kommt. Why don't you back it up with a sword? Das Ding ist, sowas ist halt nicht mal hart absurd, weil so Easter Eggs gab es halt früher, finde ich, schon sehr oft in Games. Heutzutage, finde ich, ist es ein bisschen weniger geworden oder ich bin einfach nicht mehr so deep genug drin, aber früher gab es halt oft solche Easter Eggs in der Art und Weise. My source is that I made it the fuck up. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Ich habe gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, welche von den drei Kühen ist das? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich habe es gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel des Tages. Oh mein Gott, StarCraft gab es ja auch noch. Alter, stimmt, das war ja auch so ein Riesending. Oh, Junge, das hat auch eine richtig krasse E-Sports-Szene gehabt. Das weiß ich auch noch. Das Ding ist, ich war so ein kleiner Lappen, ne, als diese ganzen Games rauskamen. Und für mich war Blizzard einfach so, ich war so ein Kind, dachte ich so, Blizzard, what the heck? Alter, so eine heftige Firma, macht einfach so geile Games, die einfach jeder liebt gefühlt auf der Welt. Also es war wirklich, also ganz früher, da gab es diese ganzen kritischen Dinge nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so kritisch gewesen wäre. Vielleicht war ich doch einfach zu jung und naiv und hab's nicht gerafft. Aber so, als ich WoW gespielt habe, so, ich hab's bis Burning Crusade gespielt, danach habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, woran es lag. Aber bis dahin dachte ich mir so, boah, das ist eigentlich so eine krasse Firma, ne? Und ich hatte eigentlich auch so als Kind so gedacht, dass ich da vielleicht irgendwann mal arbeiten will, ne? Also obviously heutzutage nicht mehr. Aber es war schon wirklich so eine Godlike-Firma, fand ich damals als Kind. Gut, kann natürlich daran gelegen haben, dass ich naiv war, wie gesagt. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Aber StarCraft, ne? Das war auch so... Also ich habe es auch nicht gespielt, ich habe es aber ein bisschen verfolgt und also man wird mitgerissen von dem Hype, sage ich mal. Also wenn so ein Game richtig im Hype ist und es eine florierende E-Sports-Szene gibt, das hypt einen irgendwie einfach mit, auch wenn man selber das Game nicht gespielt hat. Krieg zieht auf, mit all seiner Pracht. Verdammt, wurde aber auch Zeit. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. Okay. Some
looking good. We're on the Mutas command. It looks like they're picking up a lot of those air units up here. Und dann erschien zwei Jahre später Diablo 2. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man... Oh mein Gott, die haben das Easter Egg wirklich eingebaut. Also sowas ist halt geil. Also das erste Mal war es ja ein Troll, aber die Entwickler waren anscheinend auch so gehypt von dem... Von dem Meme, das ich tatsächlich mit reingebaut habe. Auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. Was geht ab, Alter? Im Nachfolger von Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Kuh-Level. Nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich. Seit Wochen nach dem Level. The Secret Cow Level. Lol. Ist das wirklich so gedacht gewesen, dass es eine Kuh ist? Strong. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Kuh Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Kuh Level. This is like the Secret Cow Level. Und das alles. Okay, überhaupt gar nicht mitbekommen, welches Watch Dogs, war das Watch Dogs schon, oder? ...eigenen Version vom Q-Level. This is like the secret cow. Boah, yeah? Na, Watch Dogs 2, okay, gut, das habe ich nicht gespielt. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu trollen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Also wirklich, ich weiß nicht, ob das damals einfach nicht so ein Ding war, aber für mich war Blizzard wirklich so eine richtig heftige Firma, bei der ich richtig gerne Bock gehabt hätte, da, wenn ich erwachsen bin, anzufangen zu arbeiten und da auch diese geilen Welten mitzubauen, diese geilen Stories zu machen, keine Ahnung. Es war einfach so ein Überhype, wirklich. Also so das Game, ich habe so gestartet und war einfach so in meiner eigenen Welt. He shits himself. Just cancel my brother's World of Warcraft. Also das war wirklich damals, ich weiß nicht, wie gesagt, ob es nur meine subjektive Wahrnehmung war, aber das war das Nonplusultra. Es gab nichts krasseres als World of Warcraft, Warcraft damals. Was? Warcraft. Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Butthole and the pussy are so close together. My nipples are all hard. And Platzwunde am Kopf ist geblutet. Hast du das so Kommentare das dazu? Die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Name. Ah, stimmt, es gab noch diese krassen Werbungen mit so heftigen Stars. Ich glaube Chuck Norris, Mr. T, random Bushido war auch einfach so am Start, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Wenn es schon so anfängt, ja, dann weiß man safe, dass er immer vorbeikommt. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WoW-No-Life herumschlagen. Stimmt. Oh mein Gott, das gab's ja auch noch. Hab ich ganz vergessen, dass diese South Park-Folge sagen mussten. Mom! Schlüssel! Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Den Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht. Aber stimmt, ich kann mich erinnern, also World of Warcraft war wirklich so ein krasses Thema. Ich kann mich auch erinnern, dass es so irgendwelche Dokus gab oder Pseudodokus, wo dann Leute, die WoW gespielt haben, gleichgesetzt wurden mit irgendwelchen richtigen, keine Ahnung, Assis, die irgendwie nichts gebacken bekommen in ihrem Leben. Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass sie richtig geschämt wurden.
transformiert. Alexander Opal ist... Oh mein Gott, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das, woran ich gerade denken musste. Einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. 3 Stunden am Tag. Das ist so, das ist richtig schlecht gealtert. Ich weiß nicht, ist 3 Stunden am Tag viel? Also es kommt schon öfters vor, dass ich mehr als 3 Stunden am Tag zocke. Aber letzter jetzt weniger, aber ich weiß nicht, 3 Stunden finde ich jetzt nicht so richtig krass viel. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der norwegische 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30 Jäger wusste, dass man sich auf den... Also, das Ding ist, Blizzard muss halt auch so viel Geld gemacht haben mit World of Warcraft, ne? Weil es war ja damals noch so diese 4-Free-to-Play-Area und da war das so, du hast eine monatliche Subscription gezahlt, irgendwie, ich weiß nicht, was das war, 10 Euro, bisschen weniger, bisschen mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Und dann musstest du halt monatlich zahlen, konntest halt spielen. Dafür, soweit ich mich erinnern kann, konntest du nicht wirklich Ingame-Dinge kaufen, sondern halt alles nur erspielen. Und jeder hat halt quasi fast die gleichen Voraussetzungen. Kann sein, dass es einfach in meiner kindlichen Wahrnehmung einfach anders war, als es tatsächlich war. Aber zumindest ist, so habe ich es in Erinnerung. Nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30-Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Oh, kurwa. 2005 kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss Hakar zu besiegen. Lauft! Er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Eine Art solche... Oh mein Gott, das habe ich mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen, als ich selber gespielt habe. Aber... Schauen wir so ein bisschen rein. Ich möchte nicht zu viel unterbrechen, sonst wird es echt zu lang, die Reaction. Die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nur ja, also das ist wirklich so ein... Du konntest... Das war wie, im Prinzip wie so ein richtiger Virus so im Game. Also im Real Life, du steckst halt irgendwelche Leute an, mit denen du zu nah bist und vielleicht ein bisschen zu lang zu nah bist. Und normalerweise sollte es nur in diesem Bossfight drin sein. Und wenn du rausgehst, weil du halt dich rausportest oder weil du halt den Dungeon verloren hast, sollte dieser Debuff normalerweise weg sein. Aber das hat irgendwie nicht immer geklappt. Es gab irgendwie einen Bug und dann war in der normalen Welt war dieses Ding drin. Und das ist dann so gewesen, als ob das so eine richtige Pandemie ausgebrochen ist. Und das Ding ist, ich habe auch dann während Corona gelesen, dass da Daten quasi, so Verhaltensdaten und so weiter, da irgendwie auch raus extrahiert wurden, also jetzt nicht für Corona an sich, aber es hat halt weitergeholfen bei der Forschung zu Verhalten bei Epidemien und so weiter und wie das Ansteckungsverhalten ist. Also das ist so eine richtig absurde Sache, keine Ahnung, aber es ist so interessant, dass so aus solchen Game-Geschichten dann auch für die richtige Wissenschaft Dinge rausgeschlossen werden können. Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Oh mein Gott, so war das. Ich wusste nicht mehr genau, wie das war mit diesem Bug, aber es ist ja richtig bitter. Vor allem dein Pet ist ja eh immer in der Nähe von deinem Charakter. Das heißt, du steckst dich ja zwangsläufig irgendwann dabei an. Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Stern? Das ist wirklich wie so eine richtig krasse Pandemie in-game, aber einfach. Der ist nah. Wir sind die Außerwelten. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab es die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleibt weg von mir! Dann gab's der Chat dazu noch, wie geil. Die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken, nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Oh mein Gott, Alter. Absolute ehrenlose Trolle. Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach!
Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen und als Ärzte... Wie geil ist das bitte? ...zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic. Oh mein Gott, das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Daten verwenden konnten. Wahrscheinlich natürlich nicht 1:1, weil sich Leute in Games natürlich nochmal anders verhalten als im Real Life und die Maps und das Verhalten natürlich auch ein bisschen anders ist, aber daraus kann man schon trotzdem ein paar Schlüsse ziehen für die normale Wissenschaft und für das normale alltägliche Leben auch halt. Die Anzahl... Ja, ja, also wirklich, das ist krass. ...der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Oh mein Gott, die sind Superspreader geworden. Ach komm schon, Bruder. Die Städte... Oh mein Gott, wie bitter. Vor allem, wenn er einfach so im Weg steht und du an ihm vorbeilaufen musst. ...ansteckten. Ach komm schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? Quasi. Das ist schon krass. Also ich finde das wirklich sehr interessant, dass das so Korrelationen gibt zwischen Real Life und Games. Wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief? Und dann gibt es noch dieses Video hier. Leroy Jenkins, absolute Legende bis heute. Also ich weiß nicht, ob früher war das eine richtig krasse Legende, als ich es mitbekommen habe. Heutzutage bekommt man so noch vereinzelt mit, finde ich, bei References, aber nicht mehr so in der Menge. Oh my god, he just ran in. God damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist ein Real-Life-Elektrotechniker. Also Junge, was? Es gibt eine Real-Life-Lore zu ihm? Ich wusste das gar nicht. Ich habe nur das Video gekannt, mehr nicht. Und das Meme halt. Okay, schauen wir mal, was abgeht. Damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist ein Real-Life-Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbe... Lol, okay, das ist einfach... Das ist nicht real gewesen, oder was? ...Video, die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Okay, also ich wusste es gar nicht. Ich dachte bis heute, dass das real gewesen wäre. Also ich habe mich da jetzt nie so mit auseinandergesetzt mit der Background-Story zu dem Thema. Ja, es zerstört schon ein bisschen die Illusion, aber an sich ist es trotzdem einfach ein pures Stück Nostalgie, das da irgendwie am Start ist. Und die Views explodieren. 2005, Junge, 2005 einfach. Was ist da los? Was, 20 Jahre her, Leute? Also ein bisschen weniger. Jenkins wurde zu einem Star. Oh mein Gott, stimmt. Es gab so richtig viele YouTube-Edits davon auch. Also YouTube war auch generell früher eine komplett andere Welt. Also als heutzutage muss man dazu auch wissen einfach. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, der Techno-Viking war auch, den habe ich doch fast vergessen, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo, wie oh was geht Gott. Er kriegte nonstop Nachrichten wie, oh mein Gott, bist du der Echte? Oder, oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll. Weil oh mein Gott, wie bitter ist es. Das heißt, er konnte sich auch nie einloggen oder halt schwierig einloggen. Alle Leroy kennenlernen wollten. Police are on the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte so, das natürlich so schnell es geht irgendwie. Warum hieß das oder hat es sie einfach so genannt? Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei. Oh mein Gott, ist das real? Also ich weiß nicht, ob ich es geil finden soll oder cringe, aber irgendwie weiß ich nicht.
wie gesagt, früher war eine ganz andere Zeit. Früher war auch das Zeug, was so cringe war, eigentlich so cool. Also zu präsentieren. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt, Leroy, du bist ein Idiot. Lol. Okay, das ist ein Family Guy. Oder hieß der Family Guy? Ich glaube schon. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Eine Convention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Okay, okay. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt! Alter, BlizzCon, ne? Es ist auch so ein Thema für sich. Ich hatte früher wirklich hart Bock, da mal hinzugehen. Aber irgendwie... Weiß ich nicht so. Wenn ich jetzt heute die Chance hätte, da hinzugehen, hätte ich überhaupt keinen Hype. Aber früher schon, also so vor Pandemiezeiten, wo es, hatte ich mir schon ein paar Mal gedacht, es wäre schon geil, da mal hinzugehen irgendwie. And Reinhardt! Ich glaube, das ist halt auch ein richtig geiles Event. Ich weiß nicht, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, Blizzard, Activision Blizzard ist irgendwie nicht auf der Höhe, finde ich persönlich. Aus mehreren Gründen, gehen wir später vielleicht noch drauf ein. Und ich hoffe wirklich, dass durch die Übernahme von Microsoft, dass das jetzt alles irgendwie, dass sie mal wieder auf den richtigen Pfad kommt. Vor allem durch die ganze Geschichte mit Bobby Kotick, ne? Das hat so viel kaputt gemacht für mich auch mit Activision Blizzard, dass ich so gar nicht weiß, was ich von der Firma aktuell halten soll. Also es ist wirklich sehr schwierig. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Ork aus World of Warcraft stehst. Hat aber was. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Oh Gott. Also ich weiß noch, dass es irgendein Meme gab mit Leuten, die immer die Leute geroastet haben. Ich weiß nicht, ob das der war, weil der jetzt schon so dreist schaut. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein... Wahrscheinlich war es erst dann. Also ich habe mitbekommen, das war aber nicht nur einmal, sondern mehrfach, dass die Entwickler, die haben ja ihre Vorstellung gemacht oder irgendwas und dann konnte man Fragen stellen und die wurden richtig oft geroastet. Das eine Mal, wo ich mich richtig krass erinnere, war bei... Oh, was war das? Diablo Immortal oder so? Irgend so ein Diablo Mobile Game. Also da wurden die richtig geroastet und da hat jemand gefragt, ob es ein Joke ist oder so, ein April-Joke. Also das war auch heftige Internet-Meme-Culture dann. Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft-Lore hinwies. Hello, I just finished reading The Shattering yesterday. Okay, er zieht den ganzen Plot auseinander anscheinend. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. Die Entwickler haben bestimmt gar keinen Bock mehr an irgendwas. My question this year is about Illyria and Es ist wirklich sein Bauchbindentext gewesen, der Red Shirt Guy. Alien. We survived. Ich meine, immerhin haben sie es dann mit Humor genommen. Red Shirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Red Shirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann Was? Der ist im Game? Oh mein Gott, sowas finde ich dann halt auch wieder geil. Blizzard essentially put Red Shirt Whitehammer Fact Checker. Wie geil ist das? Also das ist eine nice Reference, finde ich. Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre Lass mal reinschauen, dieser Malgrad Graf von den Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken. Also ich habe Burning Crusade gespielt hier. Bis hierhin. Bis dahin ist es scheinbar noch gestiegen. Wrath of the Lich King auch noch. Cataclysm hat es langsam angefangen zu stagnieren. Also bis hierhin habe ich gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich war irgendwo hier wahrscheinlich. Wobei, vielleicht war ich wirklich auf dem Peak hier. Burning Crusade kam ja hier raus. Und dann bis Wrath of the Lich King, das habe ich dann nicht mehr gespielt. Vielleicht habe ich ein bisschen früher schon aufgehört. Hey, dann habe ich ja voll die Hype- und Peak-Zeit mitgenommen. Geil.
Und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren. Sorry, nach was? Also ich habe auch mitbekommen, dass es private Server gab auf jeden Fall, aber um was ging es da genau? Ihre eigenen privaten Einzelnen. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten, wegen Vanilla World of Warcraft. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass die Nachfrage extrem hoch war. Die Leute hatten keinen Bock auf diese ganzen Expansions. Sie wollten einfach ein altes, simples World of Warcraft, was irgendwie nicht so überfrachtet ist, was noch diesen alten Zeitgeist hat. Vielleicht aus Nostalgiegründen, vielleicht weil das Game tatsächlich einfach besser war. Da hat sich Blizzard aber, soweit ich weiß, sehr lange gegen gesträubt. Die hatten gar keinen Bock drauf. Und irgendwann haben sie es dann trotzdem gemacht, würde für Warcraft Classic, weil wahrscheinlich die dann halt auch geschmeckt haben, dass da gutes Geld bei rumkommen kann. Und regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. Das ist das größte Server. Ich weiß noch, also früher. Da habe ich auch ein bisschen gespielt, es hat mich aber nie so richtig gecatcht, muss ich sagen. Auf privaten Servern, die waren wirklich hart am Eskalieren. Also es gab sehr viele private Server zu der Zeit. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. Kleiner Tipp, wenn ihr... Was da halt so genervt hat, war, dass da so viele Cheater auch unterwegs waren und irgendwie hat es auch nicht diesen offiziellen Hype gehabt, sag ich mal. Weil wenn das von einer offiziellen Server sind und die Leute da irgendwie normal spielen, dann hast du normalerweise auch in World of Warcraft diese Game Master gehabt, diese Admins quasi, die aufgepasst haben, dass keiner halt irgendwie einen Schmutz macht und die haben die halt direkt weggebannt, wenn die irgendwie jetzt gecheatet haben oder gehackt haben. Ja, das hat alles ein bisschen zu gefehlt auf diesen Custom-Servern, fand ich. Irgendwie, bei mir ist der Hype einfach nicht durchgedrungen. Vielleicht habe ich mich nicht genug drauf eingelassen, aber ich hatte den Hype da auf jeden Fall nicht bei den Custom-Geschichten. Niemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals euer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, good guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern. Ja, vor allem das Ding ist, es wäre kein riesiger Aufwand gewesen, einfach die alten Games quasi wieder so zu hosten und bereitzustellen. Und scheinbar gab es eine Nachfrage. Und obviously hätte man auch eine Umfrage machen können, um nachzufragen, wer tatsächlich das machen will. Und selbst wenn sie nach 2 Monaten keine Spieler mehr gehabt hätten, hätten sie halt fett abcashen können und die Spielerbase zufriedengestellt, anstatt irgendwie einfach zu sagen, nö, machen wir nicht, das wollte ich sicherlich auch nicht. Es ist halt irgendwie schon ein bisschen trashig. Aber gut. Wann spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten. Und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass es dann da richtig krass rechtliche Schritte auch gab gegen die ganzen Serverbetreiber. Und Gamer macht natürlich das, was alle in dieser Situation... Ist aber dumm halt, ist einfach dumm. Also wenn du selber keine Alternative bietest, irgendwelche Klassik-Sachen oder so, und dann aber Leute wegknechtest und weganzeigst, die halt so einfach aus Nostalgiegründen, aus Spaßgründen das halt machen. Vielleicht haben sie auch Geld verdient, ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt kein Geld gelassen. Finde ich dann aber schwierig, wenn man selber überhaupt gar keine Alternative bietet als Firma. Und tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard chose green. Alter. Ja, aber ist understandable, finde ich. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. That is how many people showed up to say goodbye to this server. You want to know why that doesn't happen in retail? Because it fucking sucks! Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Mists of Pandaria, okay, da war ich schon lange nicht mehr dabei. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick? Und irgendwie hat... Ja, stimmt, das war auch dann irgendwie richtig komisch, dass man auf einmal so instant Max-Level war. Also ich habe es mitbekommen, weil mein Bruder hat noch World of Warcraft gespielt eine Zeit lang. Ich habe dann hin und wieder mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht, bis wir haben ein bisschen drüber geredet, aber ich habe es jetzt selber nicht mehr gespielt. Bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick. Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo.
What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this, and I think maybe that you do. Okay, ich meine, der Brudi nochmal versucht es zu retten mit dem Satz. Also ich weiß noch, dass er auch ziemlich kontrovers umstritten wurde. Ich weiß nicht mehr wegen was. Ich glaube wegen... Oh, was war das? Das war, glaube ich, irgendwie eine Hongkong-Geschichte. Da bin ich leider nicht mehr so deep drin. Das ist auch schon ein bisschen her. Und ich möchte jetzt keine Fake News verbreiten. Deswegen sage ich jetzt nicht so viel dazu. Aber ich kann mich erinnern, dass er sich da auf jeden Fall entschuldigt hat für die Geschichte. Aber den Hype, also diesen Trailer-Hype haben sie schon richtig hinbekommen. Also wenn ich das gesehen hätte und Hype auf Vanilla World of Warcraft gehabt hätte, ich wäre sofort dabei gewesen, Alter. Bloß das Ding ist, als World of Warcraft Classic kam, war ich überhaupt komplett draußen aus World of Warcraft. Ich weiß nicht, ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis mehr, dieses Game zu spielen. Es war eine sehr schöne Zeit, ich will es nicht missen, aber nochmal reingehen würde ich wahrscheinlich nicht mehr. Boah, so eine epische Musik auch, so geil. Chuck Norris ist ein Jäger. Chuck, stimmt, ja, Chuck Norris war auch in dieser Werbung mit dabei. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen. Die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. Ihr wisst schon. Stimmt. Ganz früher waren die ja solo unterwegs. Da war die, fand ich, noch eine sehr goated Firma. Wie gesagt, als mein jugendliches Ich. Diesen Merch habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen in meiner eigenen Welt damals. Activision Blizzard, dass sie gemercht wurden. Und diese Call of Duty Geschichten, die dann, ich glaube, die kamen ja auch von Activision. Da war ich auch nie deep drin. Also ich habe Modern Warfare 2 gespielt, glaube ich. Black Ops bisschen. Ich habe aber die Spiele alle nicht so wirklich krass gegrindet. Also ich bin auch generell eher nicht so in Call of Duty drin. Oute ich mich an der Stelle schon mal so. Ich bin mehr bei so, sag ich mal, nicht so realistischen Games drin. Deswegen spiele ich oder habe ich auch sehr viel Overwatch gespielt. Deswegen spiele ich auch heute noch Overwatch. Deswegen auch Dinge, die in die ähnliche Richtung gehen, die jetzt halt nicht so, sag ich mal, realistisch sind, wie zum Beispiel Call of Duty. Die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund okay. Treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dogg. Diese Geschichte habe ich auch mitbekommen, dass Snoop Dogg drin ist, Homelander. Diese Katze, die habe ich auch mal random gesehen. Ich dachte, das wäre ein Fake, ne? Als ich das erste Mal gesehen habe, als ich das mitbekommen habe, ist das einfach echt drin. And there's a cat operator. Oh my god. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal. Okay, soviel zum Thema realistisches Game. Aber im Vergleich zu anderen Games finde ich, ist es schon realistischer als im Vergleich zu Overwatch zum Beispiel. Gibt es Werbung? War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo, ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst deinen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, 5 schwarze Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Ich muss sagen, ich habe hart Respekt davor, was Jules aus den Werbungen macht, dass er die so unterhaltsam macht, dass die Leute das auch noch mitmachen, dass er das so hochlädt. 5 Panzer gegen 1 zum Beispiel, also oder im ich sag mal nicht viel dazu, aber das ist ja eine Reference für sich. Kampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt. Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. My name is Optimus Prime. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprengen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper? Oh, man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir War Thunder runterladen. Es ist komplett umsonst und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, PlayStation oder einem Schwangerschaftstest und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Deutsche Ingenieurskunst.
Es gibt ein Damage X-Ray-System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung Ende. Also wir haben 2008. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Okay. Also ich möchte kein schlechtes Vorbild sein. Ich möchte nicht beleidigen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich sehr froh bin, wenn diese Person komplett gar nichts mehr mit der Firma zu tun hat. Ich finde es eine Schande, dass er noch so viele Abfindungen bekommt, so viel Geld bekommt für das, was er angerichtet hat. Also ich finde, das ist eine absolute Frechheit. Das muss ich einfach sagen, ich finde es eine absolute Frechheit, dass er so lange so viel entscheiden durfte bei Activision Blizzard. Er hat die Firma, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Finanzexperte, ich bin jetzt nicht extrem deep in diesem Markt, aber für mich persönlich hat er diese Firma komplett zerstört, von vorne bis hinten. Und ich finde, Activision Blizzard, beziehungsweise Blizzard ist ein Schatten seiner selbst, ein Schatten von dem, was es mal war. Und ich hoffe wirklich absolut krass, dass es mit der Übernahme von Microsoft oder irgendwie, dass sie einfach wieder auf den richtigen Pfad kommen und einfach wieder eine geile Firma werden und geile Games machen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und ich habe so viel Hoffnung. Ich hoffe wirklich, das geht bergauf mit der Firma. Weil es ist wirklich ein großer Teil für, Videospielgeschichte und auch ein großer Teil meiner Kindheit. Und ich fände es sehr schade, wenn diese Firma komplett verschwindet. Well, we're now the largest, most profitable video game software company. Also dieser Boy ist einfach ein HS. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Legenden besagen, dass wenn man böser Businessmensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte dieser Brudi den gerne als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey, Jeff. Was? Einen Augenblick. 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter. Ah. Gesprochen. Okay. Hey Jessica, kannst du mir ein. Also Junge, ich finde persönlich einfach absoluter Abschaum. Absoluter Abschaum. Kaffee machen? Ich versuche nicht krass beleidigen zu werden. Tut mir leid schon mal an der Stelle. Ich bin da bloß ein bisschen emotional bei diesen Punkten hier. Ja, und ich lasse dich morgen. Also da ist ja einiges dann auch im Nachhinein noch gekommen. Ich meine, diese ganzen Geschichten mit Skandale bezüglich Übergriffigkeiten, die ja auch die letzten Jahre krass im Thema waren und wo es auch wichtig ist, dass diese Themen thematisiert werden und nicht einfach nur unter den Teppich gekehrt werden oder verschwiegen werden. Ich finde es wichtig, dass sowas aufgeklärt wird und dass sich die Situation für die Angestellten verbessert und dass sie einfach generell gut ist, weil, keine Ahnung, es ist doch selbstverständlich, dass man sich einfach wünscht, dass die Leute unter normalen Bedingungen arbeiten können, dass sie Spaß an der Arbeit haben, dass sie so geile Games liefern können, womit dann auch die Spieler Spaß haben. So wie ich das mitbekommen habe, war das eine absolut toxische Arbeitsumgebung. Also und mit unter anderem verantwortet auch durch diesen Brudi hier, der vorhin gezeigt wurde, Bobby Kotick. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte... Was? Was? Neben jedem Namen im Blizzard Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt. Bro, was? Okay, das ist an mir vorbeigegangen, glaube ich. Das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen, aber es ist ja richtig krass, wenn der echte Name damit steht überall. Zeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten, wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise soll die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fickt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten. Präsident Obama in Vorrunde. Imagine, Alter. Du siehst dann einfach irgendeinen famous Celebrity mit einem echten Namen da. Treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt. Alter, Red Dead Redemption anscheinend auch on fleek. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende... Was geht hier ab, Alter?
wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer. Oh, Alter. Mal dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat das gedauert und das Feature war... Was denn? Ein Tag? Hey Maike. Okay, kein Wunder, dass ich es nicht mitbekomme, aber das nur ein Tag war. Ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat das... Und das muss man dazu auch sagen, das war jetzt eine Zeit zum einen zwischen Overwatch, wenn ich das richtig verstanden habe, und... der Zeit, wo ich dann schon aufgehört habe, World of Warcraft zu spielen, das heißt, in der Zeit hatte ich eigentlich gar keine Berührungspunkte mehr mit Battle.net. Ich glaube, ich habe gar kein Battle.net gesehen oder gespielt, also Blizzard-Sachen. Wirklich angefangen, wieder reinzugehen, war 2016. Es müsste 2016 gewesen sein, zu Overwatch 1 dann. Was für mich eine absolute geile Zeit war. Und wo ich vielleicht ein bisschen noch dran hänge, aus Nostalgiegründen und deswegen... bis heute nicht hundertprozentig losgekommen bin vom Game Overwatch. Also ich finde das Game an sich irgendwie noch geil. Es gibt sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Punkte, die mich krass gestresst haben, die mir harte Kopfschmerzen gemacht haben, die mich sehr traurig gemacht haben. Ich hoffe, da wird dann später noch ein bisschen was zu Overwatch gesagt. Schauen wir mal. Aber gehen wir mal weiter ins Game, damit es jetzt weiter ins Jules-Video, damit es nicht zu lange dauert hier. Es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Ich präsentiere Ihnen die Weltpremiere von Blizzards neuestem Game. Oh mein Gott. Da merkst du halt, die Leute haben immer noch Bock. Also die Leute haben immer noch Bock auf die Blizzard Games gehabt. Ja, volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. This is truly a gamer moment. Wenn man das Spiel statistisch mit... Mein Gott, ich glaube, das war dann wahrscheinlich dann, wo sie dieses Mobile Game rausgebracht haben oder announced haben. Und wenn die Leute sich schon vorher so krass auf Diablo reingehypt haben, wie krass enttäuscht muss man halt sein, ne? Also... ist absehbar, wie krass du deine Fanbase dann damit enttäuscht. Anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablos Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit. Und das zeigten sie auch. Memes überall. Oder war das wirklich Diablo 3 dann, das rauskam? Oder war das das Mobile Game? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Sorry, Leute. Ich bin da nicht so deep drin. Der Plattform verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here. I got Pringles and I got Pringles, an extra keyboard in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. Das ist so... Ich weiß nicht, ich würde es irgendwie belustigen, dass die Leute so reinnehmen. 10. Mai 2012. Die Server gingen live und eine riesige Horde an mit... Nee, es war wirklich Diablo 3 scheinbar, okay. Nee, da war ich auch nicht drin. Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach 4 Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz über... Ey, das ist auch so ein gängiges Problem, habe ich das Gefühl, ne? Diese Blizzard-Server, jedes Mal zum Launch von irgendwas verkacken sie es komplett. Also die kriegen es nicht gebacken, einfach genügend Server hinzustellen, damit zumindest zur Launch-Zeit die Leute sich einfach einloggen können. Da hast du dann teilweise Queues oder Wartezeit von 2 Tagen gefühlt gehabt, bis du überhaupt mal in irgendein Game reinjoggen konntest. Belastet wurde, was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte und die gehypten Fans nur ein Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Execute Error 37. Das Server ist ein bisschen this time, oh mein Gott, ich glaube, ich wäre so getriggert, wenn ich da wirklich mehr hätte, vielleicht sogar einen Tag freigenommen hätte, um da reinzugehen. Error 37. Nobody's fucking playing Diablo 3! Error 37! Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann. 37. What the fuck are the other 36? Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen. Oh mein Gott. Für Singleplayer musste man sich einloggen und das konntest du nicht, weil dieser Fehler die ganze Zeit kam.
Was ist das denn für ein Trash, Alter? Und braucht es im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun, I love. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt. Real Money Auction House now available. Ja, wenn das schon so anfängt. Da weiß man ja schon, in welche Richtung das irgendwann geht. Ist traurig, ne? Dass es sich bis heute tatsächlich alles immer mehr in so eine Richtung entwickelt hat. Eingeführt, indem man Ingame-Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und habe... Das macht traurig. Das macht richtig traurig. Jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem... Also ich verstehe nicht, warum man ständig irgendwie in einem Game... Ich meine, in einem Game Geld zu haben und alles absolut fein, braucht man ja irgendwie, um Upgrades zu holen und so. Aber warum muss man immer dieses echte Geld vermischen mit dem Game so, als ob das so Geld im Game wäre? Weil im Prinzip zahlst du ja echtes Geld, damit du Game-Gegenstände kaufen kannst. Ich finde das widerlich. Ich persönlich finde das einfach widerlich, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und Leute halt so dazu verführt werden, das halt auch zu tun. Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. Alter. I am working on my investment portfolio of... What the hell? Das ging das mal so... Okay, das ist krass, Alter. Magical Swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo. Hä? Was? Nintendo Switch Diablo. Was? Enter your photo for a chance to win? Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3. Foto must include Diablo 3 on Nintendo Switch Screen? Hä? Welcher Braindead Lappen hat das denn gemacht, Alter? Also, wer hat diese Bedingungen hingeschrieben? Dass man... Das ist ja richtig lost, also, dass du ein Foto von einem Nintendo Switch Diablo machen musst, um einen Nintendo Switch Diablo zu gewinnen. Auf der Switch. Das ist so komplett dumm, einfach. Jetzt und gewinne Diablo 3 für die Switch. Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Oh mein Gott, das war noch vor Overwatch? Das war noch vorher? Also für mich hat dann irgendwie wirklich diese Zeitrechnung mit Battle.net erst wieder angefangen, als Overwatch rauskam. Und weil ich dann irgendwann halt kein WoW mehr gespielt habe. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Ein Digi. Stimmt, das habe ich ein bisschen gespielt, aber auch da habe ich mich nie richtig wohl gefühlt dann. Also ich fand's okay, aber so richtig gecatcht hat es mich halt leider auch nicht. Totales Kartenspiel. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay-to-win ist. $50. Also ich hatte ganz früher, also ich kann mal kurz meine Story dazu erzählen. Ich habe es geladen, weil ich glaube, ein paar Kumpel oder so haben es mir empfohlen. Ich habe es dann gespielt. Dann habe ich gemerkt, dass man irgendwie gefühlt gar keine Karten nachziehen kann. Also hatte ich ein richtiges Basic Starter Pack. Und dann bin ich die ganze Zeit in irgendwelche Online-Lobbys reingekommen mit so richtigen Hardcore-Leuten, die gefühlt die krassesten Karten des Grauens hatten und ich einfach instant weggesmashed habe in einer Runde. Und das hatte ich dann irgendwie 3-4 Mal oder so. Und dann dachte ich mir, okay, kann ich jetzt irgendwie auch mal wieder Karten ziehen? Kann ich die wieder spielen? Was geht überhaupt ab? Irgendwie ging gar nichts gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich mich dumm angestellt habe, aber ich hatte auch einfach keinen Bock mehr, weil du die ganze Zeit mit diesen Pep-Karten reingehst und halt nicht mal die Chance hast, was nachzuziehen, außer du zahlst Geld, weil ich glaube, die Karten waren immer mit Geld verbunden. Und jeder hat immer so reingecashed und dann hatte ich dann komplett tot gesmashed in einer Runde. Da dachte ich mir auch so, ja, gar keinen Bock mehr. Hours for 3 Cards. Ein Spiel, welches... Wie viel für 3 Cards? Was? Absolut nicht. Also scheinbar war das auch so ein Ding, weil das war wahrscheinlich der Grund, warum ich das Game auch nicht wirklich gefeiert habe und gespielt habe, weil ich bin generell jemand, wenn ich ein Game spiele, habe ich da irgendwie gar keinen Bock auf diese Microtransactions. Wenn man die Sachen sicher spielen kann, dafür einfach ein bisschen länger spielen muss, das ist absolut fein. Da gibt es andere Games, die ich gespielt habe, zum Beispiel Shadowverse. Aber wenn man da direkt reingeforst wird mit Geld, weil du sonst kompletter Lappen bist im Game, weiß ich nicht. Nö, sehe ich einfach überhaupt nicht ein. Pay to win ist. $50 for 3 cards. Ein Spiel. 50.
$50 für drei Karten, was? Welches extrem. Das kann doch nicht real sein. Wer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an, das hassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Was ist los, Alter? Mein Gott, Alter. Falls mal eine. Ey, ist aber wirklich krass. Also, diese Animationen von so Lootboxen, Card Games und was gibt's denn noch? Also, es gibt sehr viele Sachen in der Richtung. Das ist mit Absicht immer so heftig gemacht. Mit diesen Sounds, mit diesen Animations, damit es halt wirklich maximale Dopaminausschüttung in deinem Brain gibt. Ich meine, schau dich mal die Animation davon an. Halbe Karte explodiert einfach und hart am Leuchten, als ob das gerade Supernova explodiert. Was geht überhaupt ab, Alter? Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum. Was ist das, Alter? Das ist die Animation. Natürlich reibt man sich da rein. Und das ist halt das Perfide daran, dass es halt grundsätzlich, hauptsächlich dadurch, supportet wird, indem du Geld ausgibst und dann diese Kartenpacks aufmachen kannst und dann die richtigen Dopamin bekommst, wenn du eine seltene Karte ziehst. Falls mal eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby. Oh mein Gott, Heroes of the Storm, muss ich sagen, ich hab's ein bisschen gespielt. Es hat Spaß gemacht. Ich bin bloß kein richtiger MOBA-Spieler irgendwie, keine Ahnung, das Game hat sich nicht so polished angefühlt, es hatte fast keine Playerbase, als ich es gespielt habe, und ich weiß nicht, also ich habe dann auch mal LOL gespielt, LOL hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, ich bin halt bloß generell halt kein MOBA-Spieler. Ich muss sagen, es hat ein bisschen Spaß gemacht, Heroes of the Storm, das Problem ist bloß, es wurde dann sehr schnell irgendwie gecancelt oder es wurde gesagt, die Entwicklung wird nicht mehr fortgeschritten. Irgendwie, das Game wurde einfach komplett gecancelt. So, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Man kann es heutzutage immer noch spielen, aber es wird halt nicht aktiv weiterentwickelt. Und dann denke ich mir auch so, warum soll ich ein Game spielen, wo man schon jetzt weiß, dass es halt einfach nicht mehr weiterentwickelt wird? Warum soll ich da überhaupt irgendwie Zeit noch investieren? Groß, gut, wenn es jetzt so heftig ist, dass man bis heute Zeit investieren kann, why not? Aber bei so einem Game, das ja eigentlich einen PvP-Charakter hat, finde ich schon, dass es wichtig wäre, dass da regelmäßig Content geliefert wird. Bicotic, eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota. Ja, also Dota habe ich gar nicht gespielt, League of Legends habe ich ein bisschen gespielt, hat schon auch Spaß gemacht. Ich fand bloß bei ein paar Mechanics bei Heroes of the Storm ein bisschen besser für mich persönlich, zum Beispiel, dass du nicht diese Last-Hit-Mechanik hattest, sondern das ein bisschen mehr zu diesen Team-Gedanken hatte ich zumindest das Gefühl. Ich bin aber, also please don't judge me, frontet mich nicht, ich habe keinen Plan von MOBAs, ich bin da absolut nicht deep drin. Bei LOL hat mich ein bisschen dieses Last-Hit-Mechanik getriggert, ich meine, ist Geschmackssache, ob es einem gefällt oder nicht, aber generell so dieses reine MOBA, da bin ich persönlich einfach raus aktuell. Vielleicht schaue ich da irgendwann mal wieder rein, aber aktuell nicht. League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Okay, das hat sich jetzt nicht so hypig angehört. Und Player Count 4 ist absolut das, was ich auch wahrgenommen habe, als ich das Game gespielt habe. Das Ding ist, ich habe es auch überhaupt gar nicht mitbekommen, dass das Game existiert. Das erste Mal, dass ich es gespielt habe, war, weil das irgend so eine Cross-Promo gab für Overwatch, dass du ein paar Runden spielen musst, damit du irgendeinen Genji-Skin bekommst. Da war das erste Mal, dass ich reingeschaut habe in das Game. Ich fand es da okay, aber ich habe es jetzt auch nicht länger gespielt, weil ich jetzt nicht so den großen Sinn dahinter gesehen habe. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportlern und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage. Kurz. Ja, das ist halt echt krass, ne, wie schnell das auch gehen kann einfach. Vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans though. Ich bin jetzt Vollzeit-League-Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos.
Oh mein Gott, das ist wirklich traurig. Ich finde, fairerweise hätte man den E-Sportlern zumindest vorher Bescheid sagen können, dass sie sich mal umschauen sollen. Fairerweise hätte man das tun sollen, damit sie nicht komplett auf die Schnauze fliegen, sondern dass sie irgendeinen Plan haben, dass es jetzt halt abgekündigt wird und ja, dass man halt sich nach was Neuem umschaut. So ist es halt sehr, sehr, weiß ich nicht, unfair auch gegenüber allen. Spider-B. Omega Lord. Fuck you. Motherfucker. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think. I love money. Wir haben mittlerweile 2000... Also dieser Brudi, ich bin sehr schlecht auf ihn zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich verachte diesen Brudi. 16. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen. Also es geht um Bobby Kotick, obviously nicht um den Typen, der ihn gerade parodiert hat. Und Fauxpas ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds to what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch... Oh mein Gott, das war... Also wenn ich daran zurückdenke, pure Nostalgie für mich. Also... Die Anfangszeit von Overwatch war so ein zweiter Gaming-Frühling für mich. Für mich persönlich. Also es ist obviously absolut subjektiv, aber für mich war die Zeit, als Overwatch 1 rauskam, eine richtig geile Zeit. Weil ich konnte mich nie richtig deep mit Team Fortress anfreunden. Also ich habe es eine Zeit lang gespielt, ich fand es sehr lustig, hat Spaß gemacht. Aber ich fand Overwatch so viel geiler. Also allein schon, weil diese ganze Welt irgendwie viel mehr vibrant, also ich glaube, man sagt dazu vibrant, sich angefühlt hat, weil die Charakter sich so irgendwie lebendig angefühlt haben. Zumindest es so gewirkt hat, als ob sie eine Background-Story haben. Also es war wirklich ein zweiter Frühling für mich. Overwatch 1 war so eine geile Zeit, Mann. Wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Ist Overwatch, ich muss auch dazu sagen, Overwatch 2, aktueller Zustand von Overwatch, ich spiele es ja bis zu heute noch, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist absolut ein Schatten seiner selbst. Also es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was es einmal war, was es hätte sein können. Also Overwatch ist ein absolut bis jetzt verschwendetes Franchise, was sie damit angestellt haben. Es ist ein sehr gutes Franchise, so rein inhaltlich. Aber was sie damit anstellen, so aktuell und auch in den vergangenen Jahren, das ist so traurig gewesen. Das hat mich wirklich richtig, richtig traurig gemacht. Also wir gehen auf diese ganzen Sachen ein. Ich hoffe, jetzt ist hier, scheinbar kommt jetzt ein bisschen zur Overwatch-Arc, Jeff Kaplan und so weiter, okay. Wir schauen da rein, ich werde Dinge ergänzen, weil das wirklich so ein Herzensthema von mir ist, das Game. Ja, hoffentlich muss ich mich nie irgendwie komplett davon trennen. Overwatch is an incredible achievement, another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. What is this? I love you. Heroes never. Thanks for your time, and we're going to send it back to the desk right now. Also ich, nicht damit ihr mich, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich finde Overwatch macht bis heute noch Spaß, es gibt Dinge, die einen trotzdem noch hart triggern, ich finde, es ist trotzdem noch ein gutes Game, es ist bloß absolut verschwendetes Potenzial von vorne bis hinten, es hätte so viel krasser sein können, es hätte so viel besseren Content außenrum geben können, sage ich mal, für dieses Overwatch-Universum, ob es jetzt irgendwie Netflix-Serien sind, Animes, was auch immer, Animationsvideos, was eine große Stärke war von Activision Blizzard. Ich meine, schaut man sich mal die Animated Shorts an, die in der Vergangenheit rausgekommen sind, die sind eigentlich immer Bombe gewesen. Es ist einfach komplett verschwendetes Potenzial. Also wirklich, Bobby Kotick ist ein, ich glaube, er hat wirklich sehr viel damit zu tun, auch mit dem, was jetzt aus Overwatch geworden ist. Und ich hoffe, Franchise ist ja nicht komplett tot. Es gibt obviously noch eine sehr treue Playerbase, auch wenn die jetzt nicht mehr extrem riesig ist. Ich hoffe, dass die einfach auf den richtigen Kurs kommen, dass sie wieder das Potenzial ausschöpfen, dass sie einfach
das rausholen, was das Game wirklich verdient hat. Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank. Es war immer so, oder 6 DPS, es war wirklich immer so. Die Leute haben sich so hart gehasst, wenn man einfach mal nicht die Rollen gepickt hat, die man spielen sollte. Weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Ich glaube, man hat immer früher gesagt 2-2-2, wobei es da auch eine Goat-Meta gab, die dann irgendwie für ein paar Jahre komplett broken war, wo auch alle Madfrances nicht gepatcht wurde. Aber da gehe ich dann vielleicht nochmal drauf an, wenn es passt. Fucking switch, dude. You're not doing shit for the team. Did we not have a Widow? Can you not play Bastion? Bonzo, will you please swap? Overwatch comment. Das war am Anfang wirklich schlimm. Ganz früher gab es diese Roll-Lock noch nicht, dass man eine Rolle ausfüllen musste, für die man sich gecued hat. Sondern da konnte jeder einfach alles picken und das war irgendwie extrem nervenaufreibend, stressig und Leute haben mit Absicht getrollt und dann immer nur so Trash-Picks gemacht. Keine Ahnung, es war wirklich eine komische Zeit, aber es war auch eine geile Zeit gleichzeitig, keine Ahnung, richtig schwer. Mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Okay, Feierabend. Monkey. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carry. Ja, das ist wirklich, tatsächlich habe ich auch so wahrgenommen in den vergangenen x Jahren, die ich das Game schon spiele. Is that a pro Genji? Es ist ein pro Genji, war auch so ein richtig gutes Meme. Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. In Valorant Jett und in Team Fortress der Scout. Ja gut, stimmt, das gab's eigentlich in jedem Game. Stimmt, tatsächlich. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Dieser Charakter. Wie geil sind diese Edits hier eigentlich? Er ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta ist gay. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Meta-Strategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Ey, und früher hat er sogar noch ein Schild vor seiner Fresse gehabt, ganz am Anfang in der Beta, glaube ich noch. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach. Und dieser Charakter ist komplett nutzlos. Dieser Charakter ist auch komplett. Naja. Komplett nutzlos. I could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has. Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spiele in den letzten 5 Jahren gab. Ich sag's mir auch zu Widowmaker. Ich sag's mir jeden Tag. Okay. Sag's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht er sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Play of the Game. Das ist ein geiler Editor. Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze. Also was man dazu natürlich noch sagen muss, das war jetzt kein komplett neues Konzept, hatte ich gerade eben oder vorhin auch noch kurz erwähnt. Ursprünglich die Idee kam, glaube ich, von Team Fortress. Vielleicht gab es sie vorher schon bei anderen Games, das weiß ich jetzt nicht, aber bei Team Fortress habe ich das erste Mal so wahrgenommen, dass es diese ähnlichen Spielarten gab und Overwatch hat es quasi übernommen, in manchen Teilen einfach anders gemacht. Aber vor allem finde ich, das Character Building hat da sehr viel zum Charme beigetragen, das Map Building. Das ist so, ich fand, das sah einfach so einladend aus. Es hat irgendwie Spaß gemacht, in dieses Game reinzugehen. Und das ist auch das, was ich gemeint habe, mit, dass ich nicht so Bock auf realistische Shooter habe, auf diese so echten Welten nachempfundenen Kriegsschauplätze, sondern dass es einfach so geile Locations waren, die sehr farbenfroh waren. Keine Ahnung, also es hat mich wirklich direkt abgeholt. Zur Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. Jeff Kaplan war auch damals absoluter OG. Den gibt es jetzt ja leider nicht mehr, hat die Firma ja schon verlassen. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, es hat mich absolut krass traurig gemacht, weil er dazu hauptsächlich, ich würde sagen, mainly dafür verantwortlich war, dass Overwatch 1 so ein krasser Erfolg geworden ist. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und irgendwie war dann Overwatch 1 schon so im Argen gelegen. Irgendwie war es so, kam es so 2 Jahre lang gefühlt gar keine Patches mehr so.
Dann hieß es, okay, jetzt es wird Overwatch 2 kommen. Wurde announced. Dann gab es gefühlt gar kein Content mehr auch so für Overwatch 1. Gab ein paar Sachen vereinzelt, wo man auch sagt, okay, das war mal, hat man wieder ein bisschen mehr Leben ins Game gebracht. Aber an sich war es schon ein sehr totes Game, fand ich persönlich auch. Ich habe es halt trotzdem gespielt, weil es einfach, weil jetzt, sage ich mal, die Hoffnung noch sehr stark war. Und dann mitten in der Entwicklung von Overwatch 2, ja, keine Ahnung, Jeff Kaplan ist jetzt weg aus der Firma, kein Bock mehr. What's up, this is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, was? Jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset and then your PC will light on fire. Hat außerdem einen 10-Stunden-Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Was? Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber es sieht ja auch so uncomfy aus, wie er da hockt. Ja, das ist wirklich einfach 10 Stunden lang durchgezogen. Was? Warum? I need healing. This is Jeff from the Overwatch team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Also ich habe ein bisschen OWL geschaut, nicht sehr viel, aber es hat schon Spaß gemacht, da reinzuschauen. Das kann ich was. Also soweit kann, so viel kann ich dazu sagen. Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. Ja, XQC ist, glaube ich, über Overwatch auch bekannt geworden, beziehungsweise hat damals auch Halo gespielt, aber das bei über Overwatch habe ich auch das erste Mal von ihm was gesehen. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Yes! Au! Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Ja, da gab es auch einen Skandal. Das ist das, was ich vorhin auch, was heißt vorhin, wahrscheinlich schon vor einer Stunde kurz erwähnt hatte. Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von die. Ja, das ist krass, das ist richtig krass, das habe ich mitbekommen. Und ich glaube, die haben auch sein Preisgeld und alles eingesteckt. Das war richtig, eine richtig bittere Aktion. ...im Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Was haben die nicht davon erwartet? Also, als ob es da keinen Backlash gibt. Was ist los? Dieser Gestank. Den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospiel... Das habe ich mich auch gefragt. Aber inzwischen habe ich ein bisschen mehr Durchblick. Also Ich möchte mir gerne bitte das von Jules anschauen, weil es jetzt schon gut ausgeartet ist bis jetzt. Ich hoffe, dass Jules das halbwegs erklären kann. Ansonsten, vielleicht habe ich dann auch noch ein, zwei Cents dazu. Firma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China! China is asshole! Okay, Speedrun-Erklärung. Okay, Speedrun sogar. Sehr gut. Ich hab Bock. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler. Das ist eine richtig krass heftige Firma. Die ist richtig riesig. Da der ganze Welt hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Diese Firma... Die machen sehr viel. Die machen nicht nur Games, die machen auch
ich glaube, generell irgendwelche PC-Sachen, so Antivirus-Software und alles mögliche. Deswegen, die haben richtig viel Cash auch. Steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt. Und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also halt. Ja, es ist also im Prinzip, die haben halt quasi Aktienanteile dafür oder Firmenanteile und dürfen deswegen auch mitentscheiden bei den Firmenentscheidungen, je nachdem wie viele Aktienanteile die haben natürlich. Und wenn jetzt zum Beispiel Activision Blizzard sich gegen den Willen von denen verhält und die ihre Aktien rausziehen, sage ich mal, oder verkaufen, dann droppt natürlich auch der Preis von der Firma und die Firma kriegt dadurch Schaden und deswegen, wie dieses Bild, lecken die dann halt die Stiefel von denen einfach. Heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine. Okay, das wusste ich gar nicht. Also das sind immer so Sachen, für die will man sich als Gamer eigentlich nicht interessieren, aber ab einem gewissen Punkt muss man sich da schon mal Fragen stellen, warum Firmen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und welche Intention sie dabei haben bei ihren Aktionen. Und das Tencent, das Riot Games jetzt zum Beispiel komplett China gehört, würde ich mal sagen, im Prinzip, wusste ich eigentlich gar nicht. Ich find's krass. Eine Liste mit all den Firmen, juhu. Das. Aber die haben wirklich viel, die haben, also Chinesen, also investieren überall, die haben halt auch das Geld und die investieren wirklich in sehr viele Firmen, auch in Deutschland. Companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und die. Lol. Stimmt. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum das in den Games immer dieses Lunar Moon Year ist und so. Und nicht das normale Silvester, aber das erklärt's. Wenn's rauskommt, yep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein! Deshalb, darüber habe ich nicht nachgedacht, das ist krass. Also, das finde ich jetzt gerade auch, das ist eine neue Info für mich. Wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdecheng? Hey look, they're even built. Das habe ich auch mitbekommen. Die haben auch teilweise ganze so Abschnitte von deutschen Städten nachgebaut. Einfach so komplett random. Building a copy of the Holocaust. Mit Tencent. Okay. Haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China! Ah! New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Ich kann es mir schon vorstellen, tatsächlich. Also ich weiß natürlich nicht, ob es 1:1 so war, aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Ja, das heißt nicht umsonst, löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag BoycottBlizzard einer der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder. Ja, Junge, ihr WoW-Abo beendeten. Das ist so ein geiler Alter, die da. Oh mein Gott, was. Ey, das, oh mein Gott, was passiert mit mir? Passiert mit mir. Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen. Videos, wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. Das ist me. Team Fortress is back! No! Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift: Jede Stimme zählt. Mr. King, who have you not bought? That's the real question. That is the real question. You made me get off my couch!
Es ist irgendwie traurig, ne? Wenn so Firmen sich gar nicht mehr nur auf sich konzentrieren und schauen, wie sie geile Games machen, sondern wenn dann auch so politische Geschichten mit anfangen reinzuspielen. Zahlreiche Blizzard-Versionen vom China, Tiananmen, Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard Games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Also, ich kann es irgendwie schon ein bisschen verstehen, aber... Nee, also das hat irgendwie einen sehr bitteren Beigeschmack, vor allem bezogen jetzt auf diese konkreten Fälle. Celebrating Pride in Overwatch 2. Gender fluid, intersex, lesbian, adding a transgender here. I am very gay and I fucking hate this. Ganz nach dem Motto, es ist nur okay. Der Kommentar. Solange es sich vermarkten lässt. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass sie Mei als Wahrzeichen für den Protest genommen haben. Sind im Chaos und braucht Helden. Seid ihr dabei? Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Oh mein Gott. Gott, Alter. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später endlich, ja, die haben sich wahrscheinlich gefreut drüber, das erwartete halbherzige Statement kam. I want to say a few words. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich mitbekommen. I am sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben. Der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war... Also man muss sagen, dass es... nicht optimal gelaufen ist. Absolut nicht. Immerhin haben sie ein bisschen eingelenkt, aber es ist trotzdem nicht gut gelaufen. Gar nicht. Bereits passiert. Want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. Utter complete bullshit. Ja, ich glaube auch nicht dran. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Ja, sicherlich nicht Bobby Kotick, Mann. Ja, wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter. Ich will, es ist so ein Trauerspiel, ne? Nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick $30 Millionen... Er ist ein absoluter HS einfach. Ich möchte nicht tilt sein, ich möchte nicht beleidigen, aber ich... Das, was ich von ihm mitbekommen habe, ich hasse es. ...im Jahr macht, während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich... Bobby Kotick. Ich meine, was zum Teufel? Also ich könnte drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die Edits sind absolut strong, die Memes dazu auch, aber so, es macht mich so traurig einfach, dass es Real Life ist. Will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 Reddit kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return of another title.
Das Warcraft Remake, ne? Oh, das ist ja auch so komplett krass gefloppt. Die haben das so krass announced mit heftigen Graphics. Das sah dann einfach aus wie kompletter Trash und alles. Yes! Yes! Oh, da muss ich auch sagen, ich bin so froh gewesen, dass ich dieser Zeit dann nicht mitgenommen habe. Also ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht ursprünglich beim ersten Warcraft irgendwie am Start war und da wirklich das gegamed habe, weil das so extrem geile Zeit gewesen sein soll. Aber dann hätte ich vielleicht diese Nostalgie gehabt und wäre dann in dieses Warcraft Reforged reingegangen, oder wie das heißt. Und dann wäre ich komplett zerstört gewesen in meinem Leben. It's going to be an exciting new chapter. You can order that today. You can pre-order that today. Das ist schon ein Red Flag, finde ich. So diese Pre-Order-Geschichten finde ich schon sehr krasse Red Flag. Also, wenn ihr was pre-ordern wollt und das Risiko eingeht, absolut fein, aber ich würde das nicht machen. I will pre-order your mama. Pre-ordered? Lol. 2 ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Und dann kam der Release-Day und... Oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr es hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMAO. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon 2 Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Oh mein Gott, das ist so schlimm. Das hatte ich nicht gesehen, aber man hat gesehen, was das für ein krasser Unterschied war. Das sah ja gar nicht so aus, wie es announced wurde. Fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit What? Meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch ein Bein. Ist das real? Nicht einmal. Ich starte eine neue Runde. Geil, Alter. Und habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Warte, ich sehe mich immer. Eigentlich schon, Alter. Einsatz. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. None of that shit is in the game! Oh mein Gott, das Remake hat sogar sehr viel weniger Features. Also ich habe das auch mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Goldmine has collapsed. Custom games are broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want cash bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. 3 neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reef. Ja, also ich habe wirklich mitbekommen, das soll überhaupt gar nicht gut gewesen sein. Okay, das Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 spielen. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Oh mein Gott, ist das so gewesen? Dass sie das alte komplett weggecancelt haben. Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden. Oh mein Gott, ich bin ja richtig mad. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam... Ja, das Gewohnte, es tut uns so leid, Statement. That I'm very sorry and I apologize. That keep it up! Und so review-bomben Leute aus Frust das Spiel auf Metacritic. Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game. Das ist so traurig, Alter, das ist so sad. Alexa, play Despacito. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800-273-8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Ganz unten, auf dem Rang 19.095. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda! Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen...
Also, man muss dazu sagen, Jules hat es wirklich geschafft, das noch so zu präsentieren, dass es trotzdem unterhaltsam ist, es anzuschauen, obwohl es absolut sad ist, so der Inhalt an sich. Wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom... Na, ich glaube, ich weiß noch, was es jetzt geht. Das ist ein richtig krasses Thema gewesen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass das alles offengelegt wurde, weil sowas darf es nicht geben. Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung. Das darf es nicht geben. Das, sowas muss an die Öffentlichkeit, sowas muss behandelt werden. Auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Ich weiß nicht, ob es heutzutage besser ist, aber ich hoffe es wirklich, weil das geht gar nicht. Sowas geht überhaupt nicht. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeit... Also ich habe das auch durchgelesen stellenweise jetzt, ne? Nicht dieses offizielle Dokument, sondern das Zusammenfassung. Und was ich da gelesen habe, hat mich komplett schockiert. Ich dachte nicht, dass es real ist. Ich dachte so, nicht, dass es sowas im Real Life geben kann. Aber scheinbar, wie auch immer, gibt es sowas im Real Life. Zeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Das haben die halt während der Arbeitszeit gemacht angeblich. Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Was im Nachhinein... Ja, das kannst du dir echt nicht ausdenken oder sowas, ne? ...auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl. Das habe ich auch gelesen und da war ich komplett schockiert, was da abgeht, Alter. Indem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen. Ey, ich habe das gelesen und dachte mir, das kann doch nicht der Ernst sein, oder? Das kann doch jetzt nicht ernsthaft so passiert sein. Das ist richtig schockierend und es ist richtig wichtig, dass sowas halt auch dann öffentlich gemacht wird. Also... bin ich immer noch der Meinung. ...und einfach nur Unsinn zu bauen, während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten, einfach weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie... Das erinnert mich wirklich an The Office, Alter. Die Office-Parody, aber einfach im Real Life. ...die ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Wäh, Alter, wie widerlich kann man sein? Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht, oh mein Gott. Bicotic macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Blizzard, you... Okay, das hatte ich auch nicht mitbekommen. Ich habe da einiges mitbekommen von den Vorwürfen, das habe ich aber auch nicht gesehen. Das ist... disgusting, Alter. Serious? Must be a dream to work at. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Kost. Ja, kein Wunder, dass aus Activision Blizzard das geworden ist, was es die letzten Tage, die letzten Jahre, was aus ihnen geworden ist. Also, da wundert es mich nicht. Wieso? Benannt nach dem Vorurteil. Ich meine, das ist ja ein offensichtliches Problem, aber es ist ja trotzdem ein viel tiefer sitzendes Problem, dass solche Dinge überhaupt passieren können auf der Arbeit. Das muss ja, das kommt ja nicht einfach so out of nowhere von einem Tag auf den anderen. Das hat sich ja entwickelt über die Zeit, solche Geschichten. Ein Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen.
Kokaina. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen. Also. Und dann aber Hauptsache 2-3 Jahre lang keinen gescheiten Content liefern, gefühlt. Ey. Von der BlizzCon, die Fan von den Spielen. Es macht mich traurig, es macht mich sad, es widert mich an. Sehr viel mehr kann ich dazu nicht sagen, also es ist ein absoluter Tiefpunkt gewesen. Spielen oder Entwicklern waren. Komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. And the women. Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Ein Monster! Du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein Ja, diesen Fall habe ich auch mitbekommen. Und das... Ich... Also da dachte ich mir dann auch schon so, was soll ich jetzt über diese ganze Geschichte denken? Es ist ein komplettes... Eine komplette Schande einfach. Kannte Angestellter, die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute. Auch genannt der Muttermilchdieb. What the fuck? Das ist echt, what the heck? So ridiculous. This is disgusting. Goo goo gaga, I want the titty milk. So, Riso, Kappa. 4chan fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. Mein Gott. Widerlich. Hauptsache, man kann da nicht mehr nachrecherchieren, was da tatsächlich abging. That'll solve everything. Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er... Also ich sag ja, ein absolut widerlicher Mensch. Das, was ich von ihm wahrgenommen habe, absolut widerlich. Gar keinen Bock auf diese Person. Merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future and reiterate. Ich kann diesen Menschen überhaupt nicht ernst nehmen, kein bisschen. My conviction to create the most welcoming and inclusive workplace. I am so confident we will get there. Welcoming, inclusive workplace, welcoming and inclusive workplace. Welcoming and inclusive workplace. I am truly grateful. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? What? Just a regular day. Oh mein Gott, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht. In the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen. Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut. Also ich habe wirklich, ich habe einiges mitbekommen, aber nicht ansatzweise alles davon. Und auch vor dem Büro sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik. Aber es ist noch trotzdem noch mal ein anderer Schlag ins Gesicht, dass alles so komprimiert zu sehen auf einem Haufen in einem Jules-Video. Bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Oh Mann. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein Ingame-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Wow, this is... Also als Hintergrund dazu, einige Charaktere in den Videospielen von Blizzard wurden benannt nach Mitarbeitern als Easter Egg. Ist natürlich nicht geil, wenn dann diese Mitarbeiter beschuldigt werden, absolut widerliche Dinge getan zu haben. Deswegen die Umbenennungen, falls das
Weiß nicht, vielleicht hat Jules auch gesagt, ich hab's nicht mitbekommen. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver Ingame-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren. Welche dafür als entschieden... Ja, es wiederholt sich einfach mit Bobby Kotick. Es ist so traurig und ich hoffe wirklich, ich sag's zum dritten oder vierten Mal, dass unter Microsoft das alles einfach wieder einen besseren Weg geht. Microsoft ist auch nicht das... Nicht der Himmel, sage ich mal, nicht das absolut Wahre, nicht die Firma, die alles retten wird, aber es ist ein Upgrade im Vergleich zu dem, was es vorher war, mit Bobby Kotick. Entschädigung eine $200 Battle.net Giftcard in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Und aus genau diesem Grund sollten Businessmenschen, die einfach nur auf Profit aus sind, nicht in Kreativbranchen an der Spitze sitzen. Ist meine persönliche Meinung. Weder bei Games, noch bei Filmen, noch bei anderen Dingen. Weil genau dann kommt immer sowas raus. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. $100 points have been deposited into your account. Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere... Mein Gott, das habe ich auch mitbekommen. Das fand ich so over the top und komisch. Also ich fand es überhaupt... Wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Tiere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. Also ich verstehe bis heute nicht, was der Sinn dahinter war, dass sie irgendwie die Diversität in ihren Games erhöhen können, aber ich denke mir so, macht das doch einfach irgendwie, also es ist so richtig ganz komisch gewesen, es hat so richtig komisch Beigeschmack gehabt. Ich weiß nicht, ob man da relaten kann oder ob ihr es vielleicht nicht so sieht wie ich. Ich weiß, ich kann es auch nicht genau benennen, was mich daran gestört hat, aber ich fand es einfach nur ganz komisch. Auch so, dass man das so, wie man es dann präsentiert hat. He is a DJ living in Brazil, so he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? I'm gay. Oder Winston? Es ist ein Affe mit Sehschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Dieser Ork hier hat 2 Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Well, boys, we did it. Racism is no more. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal. Der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun. So strange. Also ich habe ja absolut nichts dagegen, wenn die intern sich sowas einfach gönnen und irgendwie versuchen, die Games ein bisschen diverser zu machen. Das ist ja nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben und es war absolut nichts gut gemacht. Neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils... Ich glaube, das ist das, was mich irgendwie auch daran gestört hat. So dieses, dass man anfängt, so Charakter zu raten, so ob sie besser sind oder eher nicht. Gut, keine Ahnung, ich finde das komisch einfach, das hat so ganz komisch Beigeschmack. Schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist. Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think, make a game and shut the fuck up. Und actually this und ja, actually dann this. Kam 2022 und nach zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018.
Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah, so many people just waiting outside. This is it. They were waiting all year for this moment. Yeah. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard-Titel. Oh mein Gott, das ist der Boy, der so komplett weggeroastet wurde mit dem Diablo Mobile Game. BlizzCon! We love Diablo! Oh mein Gott, der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte Mobile devices keep us closer than... Und dann Bombastic Side-Eye direkt. Schaut euch den Chat an. No, no, oh no. Friends and loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Also vielleicht eine Hintergrundinfo dazu, warum Mobile Games so interessant sind für Firmen. Vor allem, soweit ich das mitbekommen habe, ist vor allem im asiatischen Bereich Mobile Gaming ein richtig riesiges Thema, in China, in Japan auch. Und da ist halt von der Population halt auch sehr viel mehr Leute, die Mobile Games spielen. Und Mobile Games sind generell irgendwie zugänglicher, weil jeder ein Handy hat und nicht jeder einen Gaming-PC. Und natürlich mit diesen ganzen Kombinationen, mit diesen Microtransactions kann man natürlich unendlich Geld rausziehen. Also das ist, so wie ich das mitbekommen habe, der Hintergrund dahinter. Und ja, so viel zu dem Thema. Die Fragerunde startet. Ein paar sinnlose Fragen später. Und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt sich... Daran kann ich mich erinnern, der komplett weggeroastet. ...zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne, deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this... das ist so krass in die Legenden eingegangen. An out-of-season April Fool's joke. No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die drei Typen in roten Shirts waren komplett. Red shirt guy. Red shirt guy. The actual red. Stimmt, der hat wie eine red shirt guy. Red shirt guy. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. Oh mein Gott, das in seiner Haut hätte ich auch nicht stecken wollen, das zu announcen und danach erstmal fett ausgebucht zu werden. Vor allem, du hast das Privileg, ein Diablo zu announcen, was einfach von allen geliebt wird. Und dann musst du announcen, dass es ein Mobile Game ist. Oh mein Gott. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Don't you guys have phones? Das ist echt schlecht. Also ich finde, das ist keine gute Aussage, die man da droppen kann an der Stelle. Es wirkt nicht sympathisch. Yeah, I got a butthole too. Doesn't mean I want you to have sex with it. Thank you. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handyspiele nachzurennen. Ja, also ich habe es mitbekommen im asiatischen Bereich, vor allem China soll es wirklich so ein großes Ding sein. Und einfach Mobile-Games, aber bis heute, das ist schon ein Trend, der sich länger entwickelt hat. Nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad, I shaved. Das Game ist so komplett schlecht gewesen. Everything off my face. Wir haben es nicht gespielt, ich bin dankbar, dass ich es nicht gespielt habe. Ich habe genug Clips gesehen, was das für eine Katastrophe war. Zurück zu 2022 und das Spiel kam raus. Samt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailer. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Also fairerweise muss man dazu sagen, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass es gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Aber es war halt trotzdem nicht das, was die Leute sich erhofft haben unter einem Diablo-Titel. Привет, Blizzard, удалите это градусов градусов. And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, бля. Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time and now it targets children for microtransaction gambling.
Das macht mich halt auch wirklich so traurig. Das schlechteste Spiel. Also die Entwicklung von Activision Blizzard macht mich traurig, dass es so bergab gegangen ist. Aller Zeiten. Also beziehungsweise hauptsächlich Blizzard. Wertung von starken 0.3. I work in mobile esports. People are wrong, lol. Mobile esports. Es gibt 21 verschiedene Währungen. Also, no front, ne, aber ich persönlich muss auch sagen, ich kann Mobile Esports nicht wirklich ernst nehmen. In diesem Spiel, für die man fast... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt's da eine Blockade in meinem Brain. ...alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du $110,000 ausgeben. Oder du musst einfach nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schnurrbart! Du bist fällig! Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig! Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! 2 Legendaries, 3, what the f- 4? So what? It's $10 to make a clan? What? Oh mein Gott, also dass man Clan gründen kann, auch noch Geld ausgeben. Diese Microtransaction-Sachen finde ich wirklich eine komplette letzte Schmutz, Alter. Hey Leute, willkommen zu meinem Willkommen zu meinem Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Wow, das Spiel ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. 800. Passender Vergleich. 100% extra value? I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,045%. Hm. Es gibt ganze Seiten auf dem... Das habe ich auch gesehen und kannst du schauen, wie viel du ausgeben müsstest, um gute Items zu bekommen. Man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. $24,000, Alter. Was? Fuck this trash. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst, die Entwickler wurden noch vor Release live ausgeboot und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard. Doch Diablo Immortal hat bereits nachts... Es hat halt so viel Geld reingespielt durch diese ganzen Microtransactions und auch vor allem viele Leute, die halt extrem viel Geld reingeschmissen haben, dass es dir dann im Nachhinein null gejuckt hat einfach. 2 Monaten $100 Millionen gemacht und im ersten Jahr 525 Millionen und ist somit nach Pokémon Go das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt. Okay, wie kann das sein? Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Was? Okay, das wusste ich nicht. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal. Ich bin ein Fisch scheinbar. Mal 5. Jetzt habe ich einen offiziellen Begriff für mich. Lol, okay. Euro aus. Ich kann Ihr Geld nicht annehmen, Mr. Krabs. Das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es. Das ist me, Alter. Jetzt kann ich mich damit identifizieren. Ja, okay, ich wusste nicht, dass es so Kategorisierungen gibt. Finde ich persönlich sehr interessant. Und traurig. Also ich finde es interessant, dass es das gibt und traurig, dass es sowas überhaupt gibt, dass man sich Gedanken macht, wie viel man abcashen kann, bei welchen Menschen. Das Delfine, die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler, die Wale. Ein männlicher Buckelwal. Ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP killt. Ach so, Diablo Immortal war krasses Pay-to-Win? Okay, das wusste ich nicht. Ich hab ich hab's ein bisschen mitbekommen, aber... So, in dem Kontext macht das irgendwie noch mal trauriger. Irgendwie ist das traurig. Humpback Whales. I love BBB. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this, I'm perfectly fine. Doch. Goat-Kommentar, Goat. Ja, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig. Und Blizzard... Ja, und mit genau solchen Menschen wird dann Geld erwirtschaftet, das in die Kasse reingespült wird. Ich meine, ich kann es verstehen. Als Firma, ich kann es verstehen, dass man einfach
Profit haben will, Cash haben will, Geld haben will. Aber muss das um jeden Preis sein? Muss man jede Moral von Bord werfen und einfach Zero Freaks auf nichts geben, Alter? Irgendwie triggert mich das schon hart dann, wenn ich so drüber nachdenke, dass man einfach mit der Sucht von Menschen spielt, die für sowas anfällig sind, dass man die ausnimmt, dass man die in den existenziellen Ruin treibt. Das ist einfach so eine Richtung, die sich Gaming entwickelt hat. Nicht überall, in vielen Bereichen, die mich einfach wirklich traurig macht, weshalb ich auch das Gefühl habe, dass Gaming früher besser war, auch wenn es vielleicht nicht besser war, objektiv gesehen, aber so, allein weil dieser Echtgeldfaktor nicht so ein Thema war, war das für mich eine viel erfüllendere Zeit. Und ich wäre traurig gewesen, wenn ich heutzutage aufgewachsen wäre mit den Games, die heutzutage da sind. Ich meine, das sucht man sich ja nicht aus, aber es ist schon ein krasser Mentality-Shift, der hier stattgefunden hat in der Gaming-Industrie. Nutzt das Ganze natürlich schamlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The goblin going with his clocks tick-tock. I'll take it away from you, I'll take it away from you. Brilliant way to get more. Blizzard EA Sports. Die Kandidaten des Grauens. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP. Ja, das habe ich auch mitbekommen. PvP-Matchmaking zu kommen. Von dem her dachte ich mir, habe ich es da doch mitbekommen, dass man da, dass es Pay-to-Win ist, aber ich dachte nicht, dass es so krass ist. Und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. How many hours I've tried to queue for about. Das steht einfach 20 Millionen Jahre in der Queue drin. Around, I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem einsamen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier. Aber ich muss auch sagen, was ich mitbekommen habe, ist, dass es in Deutschland eher sehr verpönt ist, diese Microtransactions im Vergleich, im internationalen Vergleich. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es im asiatischen Bereich mit so Pay-to-Win viel mehr toleriert, also auch vielleicht wahrscheinlich im chinesischen Bereich, das weiß ich nicht genau, aber im koreanischen Bereich habe ich mitbekommen, dass das die da nicht so triggert, dieses Pay-to-Win. Und deswegen war es von manchen Games, es gab ein Multiplayer-Online-Game, Lost Ark, glaube ich, lasst mich lügen, kann auch sein, dass es ein anderes Game war, das einen In-Game-Shop hat, aber im koreanischen Bereich ganz andere Dinge angeboten als im deutschen Bereich. Im deutschen Bereich waren es, glaube ich, mehr so Cosmetics oder europäisch, ich weiß nicht genau, auf welche Region sich das bezogen hat. Und im asiatischen Bereich mehr so Pay-to-Win-Features im Shop drin waren. Finde ich auch interessant. Also das zumindest mal gehört zu haben. Zusammen. Okay, Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard. Also das hat mich auch sehr hoffen lassen. Es ist besser geworden. Ich sag mal so, es ist besser geworden als Overwatch 1, nachdem Overwatch 1 komplett tot war, nachdem es keinen Content mehr gab, nachdem die Playerbase komplett geschrumpft ist, nachdem dieses Franchise, was so geil hätte sein können zu dem Zeitpunkt, komplett vor die Hunde gehen lassen haben. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Es ist besser geworden, aber es ist trotzdem nicht ansatzweise da, wo es sein könnte. Muss ich auch dazu sagen. Es ist okay aktuell, es ist nicht geil, es ist nicht absolut dog schlecht, aber es ist auch halt auch nicht geil, es ist einfach okay aktuell. Wieder. Und ich hoffe, dass der Umschwung jetzt dann in eine bessere Richtung geht, die nächste Zeit. Zum Leben erwecken. Gentlemen, nun ist die Hoffnung wieder unter! Alles fing an mit der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der Wobei die jetzt schon von Overwatch 2 auch viel Hype zerstört haben, indem sie zum Beispiel den Story-Modus komplett gecancelt haben, so wie ich das mitbekommen habe. Sehr viele Microtransactions reinbauen, was mich persönlich auch irgendwie sehr nervt. Es triggert mich jetzt nicht komplett, ich finde es einfach nur sad. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, keine Ahnung. Vor allem diese Story-Geschichte finde ich traurig. Dann hätte ich mir gewünscht, ich weiß nicht, das Potenzial ist ja da, dass sie irgendwelche Filme draus machen, irgendwelche Netflix-Serien, irgendwas, Alter. Irgendwas einfach. Es kommt 2000. Aber es ist alles so halbgar, habe ich das Gefühl. Alles ist so halbherzig, lieblos gemacht. Diese, oder zumindest nicht so mit dem Respekt, den es verdient hätte. 19. Oh mein Gott, Jeff Kaplan ist dabei. Ja, das ist auch, was ich erwähnt habe. Mit Jeff Kaplan, Overwatch 2, okay. Die Hoffnung ist da. Jeff Kaplan hat sich einfach mittendrin weggeheatet aus der Entwicklung. Er ist einfach komplett die Firma verlassen. Overwatch 2. Ich meine, schaut euch mal die Cinematics an. Die sind so geil. Man könnte so viel daraus machen. Thank you.
Alter, ich habe es auch angeschaut. Ich war hyped. Und man hätte so viel draus machen können. Ich hoffe, sie kriegen ihren Stuff together und kommen jetzt einfach mal in die Pötte. Los, Tracer, sag deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Yeah! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff, we fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. Ton of PvE content. Ich war so hyped. Also, ich war wirklich hyped. Ten. We will have a complete story experience. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ja, da hätte ich mich auch rein können, das war wirklich... Ein ganzer Map-Trailer, neue epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun, it is gonna be so awesome. Release-Date-Reveal-Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner-Pizza-Laden. What? Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für... Man muss ihnen aber trotzdem sagen, das ist eine absolute Schmutzzeit, weil diese Zwischenzeit... Weil in der Zwischenzeit ist gar nichts mehr gekommen für Overwatch 1. Fast gar keine Patches, minimale Balance-Patches. Davor teilweise gar nichts. Und Overwatch 2 war dann auch jetzt nicht so das krasse Upgrade, das man sich erwartet hatte. Diesen Titel. Redefine what a sequel means. Und dann erschien das lang ersehnte Overwatch 2. Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. In die nächsten Tage. Ich hab's gar nicht versucht am ersten Tag. Ich hab gelernt von Blizzard. Tage nach dem Release. Server immer down. Hier waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Are you fucking kidding me? 50.000 now! You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We're trying to play. Please fix this bug. I was kicked out of Queue Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Leider. What? Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Monsieur. Okay, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das so schlimm war. Schauen wir mal. Does this mean Overwatch is back? No. No. Warum bin ich in der Wanne? Warum falle ich durch die Map? Ach so, stimmt. Ja, es gab viele, viele Bugs. Viele Bugs, die auch in Overwatch 1 gar nicht drin waren, bei bestehenden Charakteren, die da random reingekommen sind, was es absolut noch komischer gemacht hat. Aber gut, ich fand's, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich fand's nicht ansatzweise so schlimm wie andere Games. Cyberpunk, Battlefield. Ich meine, es ist jetzt auch kein komplett neues Game gewesen, aber es war playable, ich sag's mal so. Ich werde im Spawn eingesperrt. Ja, es gab auch schon echt nervige Bugs. Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop Genji. Bastion kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? What the fuck? What is I hate this game! Das ist so dumm. Man, ich bin so froh, dass ich das nicht erlebt habe im Game. Mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Animal Bullets! Animal Bullets! Hasta la vista, baby! Was war das? Was war das, Alter? Unsichtbare Gegner. What a great fucking game! Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? Das hatte ich auch. Es ist so dumm, Alter. You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben.
Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Ja, das ist ein generelles Ding. Das ist auch bei Activision Blizzard. Ich glaube, in Call of Duty wird das auch gemacht inzwischen. Oder bei Warzone, ich weiß es gar nicht genau. Nur noch 35 GB anhören, dann habe ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Also ich muss sagen, als neuer Overwatch-Spieler wäre ich auch, glaube ich, mad, da reinzugehen, weil es dauert wirklich lange, glaube ich, diese ganzen neuen Charakter freizuschalten. Die alten Charakter ja auch, weil die kriegt man ja nicht am Anfang. Und dann haben sie es verkauft als Gameplay-Experience, damit du nicht überfordert bist vom Game, sondern nach und nach die Charakter lernen kannst. Was absolut bei den Game irgendwie ein bisschen dumm ist, weil man Charakter-Counter picken kann und wenn du am Anfang wenig Charakter hast, kannst du vielleicht etwas nicht Counter picken. Maybe, I don't know, ich kenne die Reihenfolge da nicht. Aber ja, ich bin ganz froh, dass ich da schon alles freigeschaltet hatte, weil ich das Game schon länger gespielt habe. Ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Das ist wirklich grenzt an Scam, finde ich persönlich auch. Und ich habe mir den ersten gekauft, ich habe mir den zweiten gekauft, ich hatte gehofft, dass ich daraus lerne. Danach habe ich mir keine mehr gekauft, ich habe die dann nur noch mit so Microsoft Rewards, also man kann da so Punkte machen und dann irgendwie das in Overwatch Coins umwandeln. Ich habe da aber kein Geld, echt Geld mehr ausgegeben, ich habe es dann aber nicht mehr eingesehen. Scam, a scam, S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry. Vor allem im Game kannst du auch solche Coins verdienen, aber die verdienst du einfach viel langsamer, als wenn du einfach irgendwelche Microsoft-Gammel-Rewards machst. Also keine Ahnung, ich verstehe das ganze System dahinter nicht. Wer sich da was dabei gedacht hat, also klar, ob wir es dir einfach nur abcashen. Und das hat mich krass traurig gemacht. Das hat mich richtig krass traurig gemacht. Ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids. Und irgendwie am Anfang, um diese Coins überhaupt zu bekommen, die ja eh nichts wert sind, musst du Weeklies machen. Und diese Weeklies waren irgendwie unmachbar, Alter. Ich habe den ersten Tag, glaube ich, einen 12-Stunden-Stream gemacht, als es rauskam. Also nicht am ersten Tag, sondern am zweiten oder dritten Tag. Und ich habe trotzdem nicht alle Weeklies geschafft. Da dachte ich mir auch so, Bro, was ist das? Also du kannst doch nicht erwarten, dass jemand 12 Stunden spielt und dann nicht mal die Weeklies hinbekommt. Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um... Das ist genau das, was ich meine. Das war komplette Katastrophe, Alter. ...einen einzigen Skin zu kaufen. Warum sind alle neuen legendären Skins... Vor allem die Weeklies waren nicht mal einfach am Anfang. ...nicht nur normale... Und inzwischen sind sie okay. ...Skins mit ein paar ausgetauschten Farben. Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich $12,000 ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login da. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Oh mein Gott, hab ich auch mitbekommen. Und ich glaube, die wurden auch nicht refunded. Mich. Warum ist das derselbe? Ich würde sie zutrauen. Der Preis gestern nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben. Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar. Das ist absoluter Schmutz. Absolut undankbar, absolut unfair. Kann man nicht anders sagen. Ich finde es traurig. Und dann kriegst du beim Battle Pass nicht mal irgendwelche Credits zurück. Es ist absolut, was das angeht, Scam. Und ich hoffe, dass sich das bessern wird jetzt demnächst. Dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You can buy this weapon charm in the form of a keychain for $5 while it costs... Und das kostet im Game sogar mehr. Ja, das habe ich auch gesehen. Cost $7 in game. Nun, versteht mich nicht falsch. Es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu. Und das Spiel kann auch Spaß machen. Aber also ich finde auch, dass es besser geworden ist als Overwatch 1. Zu seiner Endzeit. Was aber jetzt kein krasses Achievement war, weil Overwatch 1 wirklich am Ende irgendwie nicht gut war, sag uns mal so. Was halt gut geworden, besser geworden ist, sag ich mal, dass sie viele Sachen rausgenommen haben, die am ersten Teil extrem frustriert haben. Das hat man vielleicht als neuer Spieler nicht direkt gesehen, aber als jemand, der sehr viel Overwatch gespielt hat, hat man diese Sachen schon dankend angenommen. Wobei es sich jetzt wieder in eine andere Richtung entwickelt. Also, keine Ahnung. Schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich da hoffnungsvoll sein soll oder es einfach auf mich zukommen lasse. Für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Also ich habe wesentlich mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mehr erwartet, ich habe erwartet, dass die Story da ist, ich habe erwartet, dass irgendwas mehr da ist. Aber gut, wer weiß. Neues Restaurant, es trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was
hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten! Aber hey, kein Problem. Es gibt ja noch die Kampagne. Groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds. Das war das erste Mal, wo ich so dumm war und etwas vorbestellt habe. Und ich hab's bereut. Ah, es ist jetzt nicht viel Geld gewesen, also das erste Mal, aber es ist trotzdem. Nee. Macht einfach nicht den Fehler und bestellt irgendwas vor. Hero Mission. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man hat. Das wurde alles gecancelt. Danke für nichts, I guess. Soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. Das hat mich so traurig gemacht. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't. Was ich auch daran so extrem traurig finde, ist, ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil der Playerbase in Overwatch invested ist, aufgrund der Welt, aufgrund der Charakter. Und jetzt nicht unbedingt wegen dem PvP-Gameplay. Und diese Leute haben sich extrem gefreut auf den PvE-Content. Und der wurde gecancelt. Weil die Charakter haben das Potenzial, dass man Stories zu ihnen erzählt. Die Welt hat Potenzial, dass man coole Stories in dieser Welt erzählt, aber es wird nicht genutzt. Ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, die Entwickler sind natürlich auch in einer blöden Situation, dass Dinge announced wurden, dann führende Leute rausgegangen sind aus der Firma, jetzt nur noch die Entwickler da sind, die versuchen das irgendwie quasi das Game so am Leben zu halten, dass es nicht komplett stirbt. Sie versuchen auch regelmäßig neuen Content zu bringen, was ich absolut ehrenhaft finde, dass endlich wieder mal neuer Content kommt, weil früher war das teilweise komplette Katastrophe, dass da 2 Jahre lang literally gar nichts mehr kam. Also von dem her hat sich schon krass gebessert. Aber das ist halt trotzdem einfach ein Schlag ins Face, wenn du dann literally diesen Story-Modus und alles komplett wegcancelst. Ich glaube, man merkt, dass es mich irgendwie auch frustriert. Aber wir können persönlich eh nichts dran ändern. Wir müssen einfach schauen, wie es sich entwickelt. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. See that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do. Ja, in der Haut von den Entwicklern würde ich da auch nicht stecken wollen. Also das sind halt irgendwelche Entscheidungen, die von Führungspositionen getroffen werden wahrscheinlich und ja, schwierig. Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in 4 Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Copy. Also, mein Take dazu, um die ein bisschen in Schutz zu nehmen. Die Entwickler selber können ja gar nicht entscheiden, was sie machen. Ne? Das ist schon mal das Erste. Die Entwickler sind Entwickler, die entwickeln das Game, machen irgendwelche Assets und so weiter. Das Management und die Game Designer und diese Leute, die quasi ein bisschen Führungspotenzial haben, die müssen eigentlich entscheiden, in welche Richtung es geht. Und soweit ich es mitbekommen habe, hat Bobby Kotick extrem viel Zeit von dem Overwatch-Team in Anspruch genommen für absolutes Trash-Projekt, die nie ans Tageslicht gekommen sind, die dann einfach im Müll gelandet sind und haben denen so viel Ressourcen gefressen von denen, dass sie angeblich sich auch nicht aufs Game konzentrieren könnten. Absolut keine Entschuldigung, möchte ich nicht sagen, aber man muss auch ein bisschen sehen, dass die Entwickler, die da hocken und versuchen, mit das Game zu entwickeln, nicht die primären Schuldigen an der Situation sind, sondern es sind Leute, die was zu sagen haben, die entscheiden, in welche Richtung die Arbeiter gehen. Ich meine, die Entwickler entscheiden ja nicht von sich aus, ich mache jetzt random irgendeinen neuen Charakter, sondern die kriegen halt, es gibt einen Game Designer, der eine Vision hat vom Game, der Dinge sich ausdenkt, die dann weitergegeben werden über die unterschiedlichen Abteilungen, bla bla bla. Und dass das dann ins Game reinkommt und irgendwie auch passt. Aber das ist nicht so, dass die Entwickler da hocken und machen, worauf die Bock haben, sonst würde sowas auch gar nicht funktionieren, sowas wie so ein Game. Paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have computers to make? Also ich sag nur, man muss ein bisschen Mitleid mit den Entwicklern an sich haben, weil die jetzt nicht die primären Verantwortlichen dafür sind.
new stuff for Overwatch? Also für dieses Debakel und diese Katastrophe. Es gibt nach 4 Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten... Es ist wirklich, also es ist, man muss sagen, wie es ist underwhelming, aber als Overwatch-Fan gab es ein paar Goodies, die man gerne mitgenommen hat. Also für mich persönlich. Ist natürlich auch sehr zwiegespalten. Ich kenne Leute, die da gar keinen Bock drauf hatten, die es überhaupt nicht gefeiert haben. Gibt's natürlich auch. Für mich persönlich gab's viele Goodies. Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes. Und was ich auch gut finde, muss ich dazu sagen, ist, dass Overwatch 1 bzw. Overwatch 2, was auch immer, Free-to-Play geworden ist, weil sonst weiß ich nicht, wie die Playerbase heutzutage aussehen würde. Play 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Okay, den Buff habe ich gar nicht mitbekommen. Metakritik 10 von 10. Der ganze Hype, die ganzen Vorbestellerpakete. Das ist das, was ich vorbestellt habe. Ich habe nie in meinem Leben irgendetwas vorbestellt von irgendeinem Game oder irgendwas. Das war das einzige Mal, weil ich so viel Gamezeit investiert habe in dieses Game, so viel Liebe für dieses Game hatte und wirklich die Hoffnung hatte, dass es jetzt einfach besser wird. Ja. Absoluter Fail. All das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer... Ja, es ist eigentlich ein Tag zum Feiern, weil man dann... Ja, aber es war traurig. Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, war... Hat's das Game verdient? Ganz ehrlich, ich finde nicht. Vielleicht bin ich da biased, weil ich das jetzt schon so viel Zeit mit diesem Game verbracht habe. Hat's das Management verdient? Absolut. Aber ich finde es, ich kann verstehen, dass man den Frust da rauslässt. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich finde, aber dass das Game an sich, wenn man das jetzt als reines Produkt betrachtet, das nicht verdient hat. Bobby Kotick hat sowas verdient, meiner Meinung nach. Das Game an sich, kann man sich drüber streiten. Und die Leute sauer. The people who make Overwatch work harder than the people who make Overwatch on PvE. Please add sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating. Jesus Christ. Junge, also ich weiß nicht, ich kann diesen Brudi absolut understanden. Pros, you can. Nicht, dass ich sie wünschen würde, aber ich kann ihn verstehen. Play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, it's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. No. Review of the century. I don't know which Blizzard treats worse as players or its female employee. Yo. Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston. Echo. Downloaded the game. Write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Player-Count und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Farrah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Okay. Do you think Blizzard has these skins lying around just in case they get into a new controversy? Is that how you're gonna respond? By making Winston gay?
Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es... Das war echt, also das fand ich auch schlecht, dass man den nicht gescheit gesehen hat, wenn man schon so viel Geld für ihn ausgibt. Natürlich dann das generische, es tut uns so leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen, Statement. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. Das heißt sogar mir zu dumm, so viel Text zu lesen. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu. Man muss aber dazu sagen, Content hinzufügen, der dann nochmal extra kostet. Also diese Invasion-Geschichten haben extra gekostet. Finde ich, ist eine absolute Schmutzaktion. Danke Blizzard, dass wir eure... Finde ich persönlich, ist eine absolut widerliche Schmutzaktion. ...Beta spielen dürfen. Habe ich mir deswegen auch nicht geholt. Ich finde das nicht tolerierbar. Singular goal of ensuring we let you down. Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die... Ich habe auch mitbekommen, dass das Game ganz okay gewesen sein soll, aber dass die ganzen DLC-Update-Geschichten irgendwie komplett reinkacken sollen. Würdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. If there's one thing I love, die Paula ist eine Kuh. Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. So random. Und dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Watch out behind you. Ah, it's me. Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Ja, das ist halt das, also ich kann schon, wie gesagt, verstehen, dass die Entwicklung in so eine Richtung geht. Es ist aber auch etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Battle Pass. Vor allem finde ich es auch ein bisschen kritisch, weil soweit ich es mitbekommen habe, ist Diablo eigentlich mal kostenlos. Und bei solchen Geschichten finde ich es umso schwieriger, einen Battle Pass und Shop zu verargumentieren. Meine persönliche Meinung, ich weiß, andere Games machen es genauso. Weil ich finde, bei einem Free-to-Play-Game kann man es verargumentieren. Bei einem Pay-Game finde ich persönlich nicht. Battle Pass. Es kam Wochen nach dem Release ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number one, everything is worse. Number two, everything is harder. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited. Reduced player base by 70%. What the hell has happened? Oh mein Gott, das ist anscheinend wirklich durch die Updates komplett in die Knie gegangen. Wow. Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4. Ja, die Frage ist halt, klar, du kannst jetzt gut damit abcashen, aber die Frage ist, was hat das für einen langfristigen Effekt auf die Firma, wenn die Playerbase irgendwann einfach genug davon hat und gar keinen Bock mehr hat? Aber andererseits hätte es ja auch über die letzten 10 Jahre passieren können, also... Wenn man als reiner Geschäftsmann das sieht, dann ist es wahrscheinlich schon eine Erfolgsgeschichte gewesen, aber ich finde, das ist nicht der primäre Fokus bei Games und generell kreativen Content, dass es dann nur um die Finanzen geht. Hier ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Ein Monat, Alter. Ein Monat. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 wurde... Psst.
stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Die ganzen Games gibt es ja in China jetzt gar nicht mehr. Und die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. If you're a WoW player over in China. Ja, also ich denke mal, Jules, willst du noch was sagen? Sonst sage ich noch ein, zwei Worte dazu. You just got fucked, man. Ouch. That's not a joke. Da man sich nicht... Also man kann in China scheinbar einfach kein Overwatch mehr spielen, kein WoW mehr spielen, einfach keine Blizzard-Games mehr. Teilweise ja Games, in denen man viele Stunden investiert hat, wie WoW zum Beispiel. Tja, weg. Auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so. Für ja. Die jahrelang WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine losing your account that you spent 10 years on. That's horrible. Go, 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 what's up? Come on. Ist eine Frage. Wegen Geld. Wegen Geld. Ich meine, die wollten ja Geld zahlen, aber es hat ihnen einfach nicht gereicht. Es war nicht wegen Geld, es war wegen Gier. Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Barbie Kotick, deine Mutter ist... Tatsächlich, Übersetzung steht hier unten. Tat. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Alter, ich habe das nicht mitbekommen. Now I understand. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten. Und es war eine absolute Goat-Firma, habe ich vorhin schon alles erwähnt. Es hat wieder Heaven gewirkt. Ist heute nur noch... Und es ist so bergab gegangen. Ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der... Ja, vor allem Großteil der großen Köpfe, die Blizzard zu dem gemacht haben, was Blizzard war, sind nicht mal mehr in der Firma. Jeff Kaplan, einige andere, von denen ich die Namen alle nicht kenne, Jeff Kaplan ist mir am ehesten im Kopf geblieben wegen Overwatch, aber viele andere haben die Firma verlassen, haben, glaube ich, irgendeine eigene Blizzard-Firma gegründet, also so Ex-Mitarbeiter, das heißt obviously nicht Blizzard, aber die haben alle keinen Bock mehr drauf gehabt. So, und die Firma... hat jetzt halt ein Problem, weil die viele der smarten Köpfe, die die Firma so groß gemacht haben, einfach nicht mehr da hat. Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard. Ah, ja, genau das, was ich gemeint habe. Runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with... Das hat für die so viele Mitarbeiter, dass sie einen Notfallplan brauchen. Das macht halt einfach extrem traurig. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch Director Jeff... Das war ein richtiger Trauertag. Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the fuck out of this company. J. Allen Brick verlässt Blizzard. AKA, you're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart.
Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Bin ich gespannt, was die für Games rausbringen. Soweit ich es mitbekommen habe, haben die noch keine rausgehauen, aber die sind halt voll noch in der Entwicklung. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft Blizzard Saga has come to a close. Also ich habe Hoffnung, dass das jetzt einfach besser wird. Wenn nicht, dann translocated. Fuck ich mich auch out, Alter. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres. Das ist eine gute News, aber auch eine traurige, weil er extrem viel Geld dafür noch bekommt und die Firma schon zu einem absoluten Tiefpunkt geführt hat. Deutlich reicher, endlich. Also er für sich persönlich, wenn das Geld die höchste Priorität ist, hat er alles geschafft in dem, was er schaffen wollte, auf Kosten von extrem vielen Menschen. Also, ja. Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Das ist wirklich so, es ist so traurig. Der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Ich meine, ich gönne es natürlich auch den anderen Firmen, die jetzt davon profitieren, aber es ist einfach traurig. Anders kann man es nicht sagen, also, ja. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy? Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heute... Ja, also das ist Nostalgie-Baiting ist wirklich ein heftiges Thema, generell in der Gaming-Industrie. Deswegen gibt es ja auch so unendlich viele Sequels von so vielen Games und wenig innovative neue IPs. Ja, traurig. Heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. I read on the internet that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Es steht absolut in den Sternen, aber ich muss sagen, dass dadurch, dass jetzt Phil Spencer die Leitung über den Gaming-Bereich da übernommen hat oder übernehmen wird, habe ich Hoffnung, dass es wirklich bergauf geht, dass, weil ich habe bei ihm schon das Gefühl von dem, was er erzählt hat, dass er einfach will, dass diese IPs mit Respekt behandelt werden, dass sie wieder zu ihrem alten Glanz finden. Und wenn sie das schaffen, dann bin ich da mit dabei. Ich habe richtig Bock. Ist bloß die Frage, inwiefern das überhaupt möglich sein wird, wenn jetzt schon so viele leitende Köpfe und Mitarbeiter auch raus sind aus der Firma, die ja diese Grundvision in ihrem Kopf hatten von dem allen. Ich weiß nicht, ob das... Wir müssen uns anschauen, wie es sich entwickelt einfach. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. That's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what's made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Ja, durch die Änderung der Führungsetage. Ich frage mich, wie es sich entwickelt hätte, wenn damals Bobby Kotick nicht an die Spitze gekommen wäre, ob sich dann genauso entwickelt hätte. Wahrscheinlich nicht. Aber da kann man nur spekulieren. Und das Einzige, was wir machen können, ist auf eine gute Zukunft hoffen. Hm.
Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und ladet euch Warthunder runter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Ja, das war ein sehr gutes Video von Jules. Extrem lang. Ich hoffe, die nächsten Videos sind ein bisschen kürzer, weil es dann doch sehr lang am Stück ist. Lasst ihm auf jeden Fall ein kostenloses Abo auf YouTube da. Lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.